mehr oder weniger funktioniert. Es sind ein paar Sachen noch nicht eingebaut, die dann im letzten Schritt vermutlich eingebaut werden. Da sind so noch ein paar Kleinigkeiten, die dann auch überhaupt diese Überwachungsfunktion möglich gemacht haben. Ja, Ziel ist von dem Ganzen halt der Schutz von personenbezogenen Daten bei der Benutzung des Internets, aber dass man irgendwie selbst bestimmen kann, wer da seine Daten kriegt und dass sie nicht in irgendwelchen Protokollen von dem Webserver oder von irgendwelchen Strafverfolgern so ohne weiteres landen können, was natürlich jetzt durch die Überwachungsfunktion auch nicht so wirklich gelungen ist, aber das ist halt irgendwie die Herausforderung und das Ziel dieses ganzen Projektes. Ja, schließt damit ein, dass halt vermieden wird, dass Profile oder so angelegt werden können von den Nutzern. Ja, man muss halt dabei darauf achten, dass halt die Anonymität und die Pseudonymität selbst gegenüber dem Kommunikationspartner, also in dem Fall dem Webserver, auf irgendeine Art und Weise halt geheim gehalten wird, wie das eigentlich auch in den Gesetzen steht. Und natürlich, dass man versucht, dass dieses ganze System unbeobachtbar Dritten gegenüber wird, also zum Beispiel den Strafverfolgern oder irgendwelchen Marketingfirmen, die da versuchen, vielleicht an die Daten zu kommen, dass das halt technisch so, was rechtlich eigentlich klar ist, soll halt technisch jetzt auch noch geschehen werden. Ja, hier ist aufgezeichnet, wie so einfache Proxys funktionieren. Also wenn ich da irgendwo in meinem Browser einen HTTP-Proxy eintrage, dann übernimmt der einfach die Anfrage für mich. Selbst wenn er verschlüsselt, wird halt weder der Umstand, dass halt da Kommunikation zwischen dem Proxy und irgendeinem Webserver stattgefunden hat, verschlüsselt und verhindert. Und außerdem herrscht da eine ziemlich große Unsicherheit, weil man halt allein dadurch, wie die Inhalte vom HTTP-Proxy und zum Webserver gehen und wie die vom Nutzer zum Proxy gehen, könnte man halt auf irgendeine Art und Weise, wenn man beide Pakete oder beide Kommunikationsinhalte überwachen kann, sehen, wer da mit wem kommuniziert hat. Also dazu müsste man halt einfach nur alle drei Rechner oder die zwei Kommunikationsebenen zwischen den jeweiligen Servern beachten bzw. überwachen und dann hätte man eigentlich schon die ursprüngliche Kommunikation. Je nachdem, ob dann der Verkehr zwischen Proxy und Webserver verschlüsselt ist, kann man dann unter Umständen auch noch auf die ganze Kommunikation oder auf die Kommunikationsinhalte kommen. Ja, hier hat er, das sind jetzt so verschiedene Möglichkeiten, wie man Anonymität halt realisieren kann. Ich habe mich jetzt aufgrund des Zeitmangels nicht näher mit dieser auseinandergesetzt, aber ich denke, über Google und so weiter kriegt man hier genug raus und die Folien, die kommen dann auch irgendwie ins Internet, dass man sich das hier nochmal anschauen kann. Ja, in der ganzen Diskussion um halt diese Überwachungsfunktion haben immer wieder Leute gefordert, dass man doch dieses Mix-Konzept über Peer-to-Peer-Netzwerke irgendwie organisieren könnte, weil sie da meinten, das könnte Sicherheit bieten und es würde ja die Strafverfolger augenscheinlich davon abhalten, irgendwelche einzelnen Mixe zu analysieren und zu überwachen, weil sie müssten ja dann alle Teilnehmer in diesen Netzwerken überwachen und das ist rein rechtlich und auch technisch nur äußerst schwer machbar. Aber dass man halt nicht irgendwie eine vorgegebene Route hat mit drei Mixen oder zwei Mixen, sondern dass man ziemlich viele Mixe hat und jeder Teilnehmer an diesem anderen Netzwerk ist halt gleichzeitig auch Mix, also stellt gleichzeitig Anfragen an die Webserver, die er bekommt, aus und übermittelt sozusagen als Proxy selbst die Daten. Ja, das ist die Überwachung wäre halt nicht durchsetzbar, weil sich diese Maßnahme und dieser Beschluss halt gegen alle Teilnehmer am Netzwerk richten müsste. Es wäre natürlich super für die Grundrechte, wenn man irgendwie 100% Anonymität, was sofern dieser Dienst rechtlich möglich ist, könnte man so mehr oder weniger ziemlich große Anonymität erreichen, weil halt irgendwie jeder Benutzer, wenn er da als Proxy fungiert, und selbst wird er ja nicht zum Loggen von irgendwelchen Daten herausgefordert oder aufgefordert werden, da kann ich mir vorstellen, würde die Anonymität so ziemlich steigen. Aber das Problem ist halt, dass wenn die Strafverfolger mitkriegen, dass sie da irgendwie keine Möglichkeit haben, an die Daten zu kommen, wird der Dienst schlichtweg über irgendwelche legislativen Maßnahmen für illegal erklärt und dann haben wir auch keinen Vorteil mehr durch dieses Verfahren. Aber noch wäre das legal. Ja, das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich,
Wenn jetzt irgendwelche Strafverfolger eine Seite überwachen und der Zugriff auf diese Seite wird über so einen Proxy, der beim Nutzer steht, realisiert, dann haben die natürlich die IP-Adresse von dem Nutzer und da werden die auf jeden Fall zu dem Nutzer hinkommen und sagen, du hast auf diese Inhalte zugegriffen und da wird der Rechner beschlagnahmt. Das wird doch, ist rein rechtlich gesehen gar kein Problem, weil wenn da irgendjemand auf eine Adresse, die ganz böse sein soll, zugegriffen hat, dann sagt der Amtsrichter, ja, ich gebe euch hier den Beschluss und dann wird der Rechner halt mit allem drum und dran eingezogen. Die Frage ist, ob man den dann überhaupt irgendwie wieder zurückkriegen kann. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn dann eine Klage erhoben wird gegen den Nutzer, der eigentlich aber nur den Dienst weitergeleitet hat, sind das für ihn immense Kosten, die entstehen und die einfach nicht gerechtfertigt sind. Und wenn ich so irgendwie kleiner Mann bin und keine große TU oder kein größerer Betreiber, dann kann ich mir das auch rein rechtlich gar nicht leisten. Egal, ob ich vor Gericht dann Zuspruch kriege oder nicht. Es ist erstmal ein Arbeitsverlust, wenn mein Arbeitsrechner weg ist oder und es ist finanzieller Aufwand, den ich betreiben muss, um mich nach einem Anwalt zu erkundigen, der vielleicht auch noch ein bisschen Sachverstand hat und nicht nur sich rechtlich auskennt, sondern auch, wie dieses Ganze technisch funktioniert. Ja, und dieses System wäre halt allein deshalb ziemlich wenig durchsetzbar, weil halt sich die Nutzer einer permanenten Gefahr eine permanente Gefahr eingehen würden, sofern sie selbst halt die Anfragen an irgendwelche bösen Rechner oder böse Webseiten stellen. Und da haben vielleicht einige Nutzer auch selbst ein Problem, ein moralisches Problem, wenn sie sich überlegen, dass da irgendeiner über ihren Dienst theoretisch auf böse Inhalte wie Kinderpornografie oder keine Ahnung zugreifen könnte. Aber ich denke, das wäre für die wirklichen Nutzer, wäre das vielleicht noch das kleinste Problem. Aber das mündet halt alles in der Abschreckung der Nutzer selbst, wenn sie halt wissen, sie könnten für irgendeine Sache, die sie gar nicht begangen haben, da erstmal ewig Scherereien vor Gericht oder mit der Polizei haben. Ja, technische Probleme hat das Ganze nämlich auch. Zum Beispiel, wie soll man immer neuere Clients bekannt machen? Wenn also eine neue Version rauskommt, müssen alle Nutzer upgraden oder wenn irgendwie eine Sicherheitslücke entdeckt wird, müsste das automatisch geschehen, weil sonst läuft auf irgendeinem Proxy beim Nutzer läuft halt dann eine veraltete Version und wenn da irgendein Bug drin ist, wenn die Verschlüsselung da fehlerhaft ist und so weiter, hat man da halt irgendwie ein Problem, darüber tatsächliche Anonymität zu gewährleisten. Das Wichtigste oder mit das Wichtigste bei Anonymität ist überhaupt, dass sich so viele Nutzer wie möglich gleich verhalten. Also das heißt, wenn man jetzt irgendeine Kaskade hat, also eine Verbindung von mehreren Mixen, von mehreren Proxys, es ist notwendig, dass so viele Nutzer wie möglich diese Kaskade auch nutzen, weil sonst wird das Ganze weniger anonym. Weil man halt, wenn man davon ausgeht, ich kann alles überwachen, kann ich da zumindest wenn dann nur 2 oder 3 Leute über diese Leitung gehen, kann ich da zumindest nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert. Jedenfalls, wenn dann nur irgendwie 3 oder 4 Mixe dazwischen sind. Ja, sofern ein Client ausfällt bei den Nutzern, was ja durchaus vorkommen kann, zum Beispiel, wenn ich einfach den Rechner runterfahre oder so, müsste die ganze Kaskadenbildung aktualisiert werden und der Mix müsste sozusagen aus den letzten ausgetragen werden. Aber das funktioniert ja heute bei Peer-to-Peer auch schon irgendwie, das wäre vielleicht weniger ein Problem. Größeres Problem wäre hingegen, dass die Nutzer selbst meist nur mit einem DSL-Anschluss oder so ziemlich geringe Upload-Raten haben. Und dementsprechend können dann nur 2 oder 3 Nutzer über diesen Mix dann beim Rechner maximal laufen und das auch noch ziemlich langsam. Und das wurde A, dem Besitzer von dem Rechner wurde das garantiert nicht gefallen, wenn er überhaupt nicht mehr surfen kann oder keinen Upload mehr zur Verfügung hat. Und B, wurde das auch den Nutzern seiner Dienste irgendwie gar nicht gefallen, weil wenn ich da nur mit 4 oder sowas Kilobyte ziehen kann, dann finde ich das nicht so toll. Und zumal, wie ich gesagt habe, hat man die größte Anonymität, wenn so viele Leute wie möglich diesen Dienst über den Rechner nutzen und nicht es tausende einzelne Kaskaden gibt, wo dann irgendwie nur 2 Nutzer drauf sind. Das wäre dann ziemlich sinnlos bei dem ganzen Programm. Und dementsprechend würde halt das mit dem Upload überhaupt nicht funktionieren. Also es braucht eine ziemlich große Leitung, um überhaupt Mix zu sein und das auch irgendwie sicher zu sein. Ja.
Ja, na gut, durch schlechtere Überwachungsmöglichkeiten, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man halt alle Mixe überwachen müsste, um da irgendwie an die Daten zu kommen, könnte man natürlich vermuten, dass die Anonymität ein bisschen steigt, aber durch die anderen Sachen, die ich bis jetzt genannt habe, denke ich, dass insgesamt die Anonymität eher fallen würde. Ja, das ganze System von ja basiert auf dem Mix-Konzept von David Chaum oder keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird. Er hat halt irgendwie gesagt, dass man halt mehrere Mixe hintereinander schalten kann und so ein mixbasiertes Transportsystem hat. Und was, sofern Verschlüsselung angewendet wird und auch Verschlüsselung von den einzelnen Mixen untereinander, sodass nicht irgendein Mix die Daten, die eigentlich für einen anderen Mix bestimmt sind, lesen kann, dann hat man ein ziemlich sicheres System, was halt auch gegen irgendeinen Big Brother funktioniert. Also das Ziel dieses Projektes ist ja, selbst wenn der Staat alle Kommunikation überwachen könnte und alle Daten vorrätig machen könnte dieses System sicher sein, sofern sich mindestens ein oder ja maximal mindestens ein Mix an die Selbsterklärung, die er da irgendwie gesagt geschaffen hat, nämlich dass er halt nicht lockt und keine Daten vorrätig hält. Ja, sofern sich einer dran hält, wäre halt dieser ganze Angriff sinnlos. Dort hinten ist, glaube ich, eine Frage. Kann da mal jemand mit dem Mikro hingehen? Hinten rechts. Keine? Oder doch? Also ja, der Anon-Dienst ist sicher, wenn auch nur ein Benutzer, also der ist anonym, wenn zwei Benutzer vertrauenswürdig sind, kann man nicht mehr unterscheiden, welcher der beiden Benutzer das ist, wenn noch ein Mix vertrauenswürdig ist. Also man kann das natürlich auch aufdecken, wenn jeder Benutzer mit dem Staat mitspielt, bis auf einer, dann ist der letzte natürlich auch noch zu erkennen. Naja, ich rede jetzt weniger mehr über das Peer-to-Peer-Verfahren, sondern einfach, also wenn ich eine Mixkaskade habe von, was weiß ich, drei Mixen, dann reicht es aus, wenn irgendeiner dieser Mixe vertrauenswürdig ist, also keine Daten lockt und nicht bei der Überwachungsfunktion mitmacht. Aber das kann ich dann später, wenn es um die Technik geht, wird das dann auch klar, warum das so ist. Und wenn die Mixkaskade dann 100 Benutzer hat, also ja, dann können auch 98 von den Benutzern mit dem Start mitspielen, dann kann man die beiden letzten immer noch nicht unterscheiden. Wenn 99 mitspielen, dann hat der letzte natürlich auch keine Chance. Ja, naja, man geht bei dem ganzen System ja irgendwie davon aus, dass die Nutzer wollen, dass sie anonym sind. Aber wenn man sagt, dass jetzt von den 100 Nutzern 98 sich auf irgendeine Art und Weise verhalten, sodass sie dem Staat sagen können, dass sie mit dem und dem kommuniziert haben, dann kann ich ja die zwei anderen ausschließen und dann probiere ich einfach durch, wer von den zwei anderen der war, den ich gesucht habe. Okay. Ja. Ja, noch, nee. Das Programm selbst, das zeigt halt, ich weiß nicht, wie das berechnet, aber ich nehme an, von der Nutzerzahl insgesamt und wie viel Traffic darüber geht, kann man Sicherheitslevel ausrechnen, also ob die Sicherheit jetzt hoch ist im Moment oder ziemlich niedrig. Das hängt halt davon ab, wie viele Nutzer und wie viel Traffic über den Rechner läuft. Und wenn da halt eine Mixkaskade nur auf zwei Mixen basiert, dann ist das halt von vornherein ziemlich unsicher, zumal wenn die Mixe dann vielleicht nur beim gleichen Anbieter sind. Aber halt, es gibt ein Sicherheitslevel und je nachdem, ob man, wenn man nur kommunizieren will, wenn die Sicherheit wirklich extrem hoch ist, dann kommuniziert man halt auch nur dann und das kann man sozusagen mit seinem Client unterscheiden und ablesen. Da habe ich dann später auch noch irgendwo einen Screenshot dazu, dass das jeder nochmal sehen kann. Ja, man hat halt die Wahlmöglichkeit zwischen Performance und Anonymität. Also Performance ergibt sich, wenn die Mixkaskade so gut wie gar nicht ausgelastet ist, beziehungsweise nur zwei Mixe oder so da teilnehmen. Da ist die Anonymität natürlich mehr oder weniger verloren, aber ich kann da halt ziemlich schnell surfen. Und wenn ich mich irgendwie nur gegen meinen Arbeitgeber oder so, wenn ich da im Betrieb auf irgendwelche Seiten zugreifen will, die er gesperrt hat und filtert, reicht das zum Beispiel schon aus, um selbst diesen Schutz zu umgehen. Aber gegen größere Angriffe oder irgendwelche Strafverfolgungsbehörden schützt das natürlich überhaupt nicht. Ja, gut.
der Client auf Java geschrieben ist und der Server auf C, C++ ist vielleicht weniger wichtig. Ja, hier sieht man, ja, man sieht es ein bisschen, wie diese Sicherheitslevel funktioniert. Also man hat ja hier so eine kleine Anzeige, die halt anzeigt, wie hoch die Anonymität im Moment ist. Hier ist eine schöne Grafik, wie dieses System insgesamt funktioniert. Also der Mix vertauscht sozusagen, also er hat eine Verzögerungszeit, sodass mehr oder weniger die Angaben, die Pakete nicht zur gleichen Zeit, wie sie reingekommen sind oder in der gleichen Reihenfolge wieder rausgehen, sondern es wird halt untereinander gemischt, es wird verschlüsselt und so sieht man halt nicht, wenn da 5 Nutzer reingehen, sieht man nicht wirklich, wo die wieder rauskommen. Das weiß halt nur der erste Mix und der letzte Mix. Also der erste kennt die IP-Adresse von dem Nutzer und der letzte kennt die zugegriffene URL. Hier vielleicht noch ein paar Daten. Also der Dienst ist seit Oktober 2000 im Betrieb und seit Februar 2001, nehme ich mal an, ist der auch für die Öffentlichkeit verfügbar gewesen. Er basiert auf 128-Bit-Verschlüsselung mit AES und RSA 1024, wo dann ja auch ein Vortrag ist, ob dieses System überhaupt noch sicher ist. Also ich weiß nicht, ob die da irgendwie mal auf 2048 umstellen wollen oder ob die das nicht für nötig halten, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt sozusagen ein gemischtes System aus symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung. Im Moment gibt es 4 Kaskaden, also ich glaube, eine geht über New York, eine geht übers ULD in Kiel, eine nur in Dresden, also von der TU nur, und ich glaube, eine neue ist jetzt über Regensburg, Berlin. Also wenn da irgendjemand Vorbehalte jetzt hat, bei eine Mixkaskade zu nutzen, die über die TU Dresden läuft, weil die halt die Überwachungsfunktion eingebaut haben, kann er durchaus auch die Regensburg, Berlin, soweit ich weiß, ist das jetzt irgendwie neu dazugekommen in den letzten Tagen oder Monaten, kann er die nutzen. Die ist auch wohl angeblich relativ schnell, ich habe es aber noch nicht getestet. Normal sind insgesamt so um die 1500 Nutzer immer online über die Kaskaden und die häufig die Kaskade, die am meisten genutzt wird, ist halt die Dresden-Dresden, obwohl sie am wenigsten Anonymität von den ganzen Kaskaden gibt, hat die halt die höchste Performance, weil das halt auch nah beieinander liegen beim Backbone und deshalb nutzen das die meisten Nutzer und halt 1800 gibt es so zu den Spitzenzeiten. Insgesamt so 20.000 treue Nutzer, die den Dienst irgendwie in den letzten Jahren oder über Monate hinweg immer wieder genutzt haben. Also ja, 4 bis 5 Terabyte, das ist ja vielleicht weniger. Ja, zu dem System habe ich noch ein bisschen vorhin was gesagt. Ja? Ja, du kannst, also A muss ich dazu sagen, ich bin nicht Projektpartner, also ich bin dort überhaupt nicht beschäftigt oder sowas, sondern das hätte jetzt der andere, mein Mitreferent beantworten können bestimmt. Ich nehme an, dass das irgendwie so gestaltet ist, dass man halt statistische Erhebungen ab und zu mal gemacht hat. Jetzt natürlich nicht zu den Nutzern selbst und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das wäre die Art und Weise, wie ich das vielleicht gemacht habe, dass ich immer mal wieder gucke, einmal im Monat oder so, oder mir ausrechne, wenn dort immer 1500 online sind, die müssen ja auch irgendwann auflegen und so weiter, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so rausgekommen ist. Aber vielleicht ist das auch irgendwie auf der Website oder so beschrieben. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, eben. Na, wie gesagt, also ich habe diese Folie erst gestern gesehen und das war halt meine Intention, dass ich mir irgendwie gedacht habe, dass man halt durch statistische Erhebung oder sowas irgendwie rauskriegt, wie viele halt zu einer bestimmten Zeit das über längere Zeit halt genutzt haben. Aber ich weiß, was du meinst. Nein, also ich kann dir versichern, dass nicht gelockt wird. Also das kann ich, also solche Sachen, ich meine jetzt das, aber lass uns lieber weitergehen. Also wie gesagt, die Frage kann ich nicht bis ins letzte Detail beantworten, wie hier die 20.000 entstanden sind, aber ich denke, die Projektpartner, wenn man die anschreibt oder sowas, die werden das auf jeden Fall beantworten können. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht darauf basiert, dass man alle Nutzer gelockt hat und gezählt hat am Ende des Monats, wie viele verschiedene da waren. Weil
Also es gibt zwei Sachen. Also wenn man sagt treue Nutzer, das bedeutet, dass Nutzer mehrfach nutzen. Und das ist genau das, was man nicht feststellen soll. Und wenn man da ein bisschen kryptografischen Voodoo macht, sagt man, speichert den Hash ab, dann muss man sich klar machen, es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Internetadressen. Also wenn in irgendeiner Weise festgestellt wird, dass da Nutzer treu sind, also mehrfach kommen, ist es ein weiterer Designfehler des ganzen Projektes. Ja, eben, genau, da gibt es also eine Frage. Dann müsste angegeben werden, dass es eine Fragenbogensache und keine Aussage über das System. Selbst eine Fragenbogenaktion ist natürlich problematisch, wenn dann die Daten irgendwie kurze Zeit dann auch gespeichert werden. Aber da sollte mal ein bisschen mehr Problembewusstsein vielleicht bei den Betreibern kommen. Das kannst du aber persönlich an die Betreiber auch richten, wenn du es machen willst. Also wie gesagt, ich nehme an, dass das entweder auf Statistik oder einfach auf irgendwelchen freiwilligen Umfragen basiert. Ja, das ist vielleicht weniger. Die Crime Detection Funktion ist jetzt vielleicht noch ein bisschen interessanter, wie das funktioniert. Also wie ich gesagt habe, der erste Mix in der Kaskade kann feststellen, woher die IP, also wer der Nutzer war und welche IP-Adresse der hat. Und der letzte Mix in der Kaskade kann feststellen, worauf zugegriffen wurde. Und die Crime Detection Funktion funktioniert halt so, dass die Betreiber haben eine IP-Adresse, also hier steht URL, das war aber falsch. Die haben eine IP-Adresse, was natürlich noch ein anderes Problem hat, aber die haben eine IP-Adresse gekriegt, nach der sie locken sollen. Die Zugriffe halt auf irgendeine Information sollten überwacht werden. Und sofern der Zugriff auf diese IP-Adresse erfolgt ist und das festgestellt wurde durch den letzten Mix, setzt halt ein Crime Detected Flag, was durch die gesamte Kaskade durchgegeben wird. Also das wird nicht verschlüsselt, sodass jeder Mix sehen kann, dass da ein Crime Detected Flag gesetzt ist und dementsprechend auch entscheiden kann, wie er damit verfährt. Und das ist halt auf irgendeine Art und Weise, ist diese URL bzw. die IP-Adresse dann in 8-Bit-Code verkleinert worden und irgendwie chiffriert. Und im Normalbetrieb funktioniert das Ganze aber nicht. Also die Überwachungsfunktion ist angeblich nicht die ganze Zeit aktiv, sondern nur, wenn halt ein Beschluss. Vielleicht brauchst du einfach so und so hier vorne ein Mikro. Also gerade nochmal zu der Frage eben, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich habe gerade angerufen und in aller Kürze, die sagen, ist die Zahl 20.000 bis 30.000 User beruht auf einer Umfrage. Ja. Ja. Also, auf dieser Webseite steht der Hinweis groß und dick mit einem Smiley daneben, dass man die Software benutzen soll, damit keine personenbezogenen Daten gespeichert werden und dass das rein anonym ist. Kannst du vielleicht nochmal? Also es gab wohl in einer von den letzten DOD dazu noch einen Artikel. Ich habe jetzt die Fundstelle auch nicht auswendig, aber vielleicht kann man die noch rausfinden. Ich glaube, in der DOD 3 war die ganze DOD dem Thema Anonymität gewidmet. Also da sind es, glaube ich, auszugsweise oder so auch im Internet. Okay, da hier scheinbar doch Leute vom Fach sind, kann man mal ganz Klartext reden. Mixe sind derart konstruiert, das hat der Kollege hinten ganz richtig formuliert, dass wenn ein vertraulicher Partner in der Mixkette ist, ein hohes Maß an Anonymität gegeben ist. Man kann dann noch mathematisch spezifizieren und so weiter, aber für Strafverfolgungsbehörden ist es robust. Wenn ich die Gruppe Pitzmann nicht seit Jahren kennen und schätzen würde, könnte ich aufgrund der Sachen, die da ereignet sind, wirklich wüste Verschwörungstheorien finden. Um es mal einfach mal bekannt zu geben, es gibt keine Überwachungsmöglichkeit, wenn nicht alle Mixer am selben Ort sind, also Kontrolle unter einem Mix in. Insofern ist und bleibt es verantwortungslos, zwei Mixe zu betreiben am selben Ort. Es bleibt in meinen Augen, ist es unakzeptabel, wenn dann ohne Information der User eine Backdoor eingebaut wird. Und so leid es mir tut, bei aller Schätzung für die Arbeit von der Pitzmann-Gruppe über lange Jahre, muss ich sagen, Sie haben Kryptografie ist gründlich falsch gemacht. Sie haben auf eine rechtswidrige Anfrage von der übereifrigen Polizei im vorauseilenden Gehorsam reagiert. Sie haben dadurch Ihr Trust-Level auf Null gesetzt, muss ich einfach sagen.
Wer über TU Dresden routet, muss damit rechnen, dass ohne Information der User eine Überwachungsfunktion eingebaut wird. Und tut mir leid, bei allen Schätzungen für einen Großteil der Mitarbeiter, die ich kenne, das sind alles Leute, die machen das wirklich seit Jahren und sind wirklich auch anständige Menschen. Insofern will ich keinen bösen Willen unterstellen. Aber da haben sie absolut falsch gearbeitet. Kryptografisch ist es unakzeptabel, eine Mixcast-Karte zu installieren, die User praktisch da drauf zu locken und dann ohne Information zu überwachen. Das ist unakzeptabel. Meine Anweisung ist wirklich, nutzt nicht diese Kaskade in Dresden. Seht Dresden als einen nicht vertrauenswürdigen Knoten an, der in eine Kaskade reingebaut werden kann. Aber die Trust, und das ist jetzt nicht persönlich gemeint, sondern rein kryptografisch, der Trust von der TU Dresden ist auf Null zu setzen, wenn ihr die Kaskaden benutzt. Es ist traurig, aber es ist kryptografisch, glaube ich, wenig zu argumentieren. Warte mal. Es ist nicht JAP als Ganzes. JAP ist ein sehr gutes Projekt. Es ist die richtige Kryptografie. Es sind Leute, die machen das seit Jahren gute Arbeit. Das will ich in keiner Weise kritisieren. Aber rein kryptografisch ist der Knoten TU Dresden dasselbe Trust-Level zu ergeben wie ein NSA-Knoten. Also man braucht genau ein vertrauenswürdig. Und Dresden ist nicht mehr vertrauenswürdig. Punkt. Kann ich kurz nochmal? Vieles, was du jetzt gesagt hast, das kommt dann im Laufe des Vortrags auch noch heraus. Also ich weiß zwar, dass du, glaube ich, um 14 Uhr dann den RSA-Vortrag hast, aber ich meine, noch ist da fast anderthalb Stunden, also vielleicht kann ich da erstmal so ein paar Sachen weitermachen. Nur eine Reaktion, und zwar hast du gesagt, wenn die Mixkaskaden bei unterschiedlichen Anbietern laufen würden, wäre eine Überwachungsfunktion nicht möglich. Müssten alle angegriffen werden. Ja, aber das war in dem Fall nicht so. Aber rein rechtlich gesehen halte ich das für durchaus möglich, dass man die Betreiber einer ganzen Kaskade, nämlich den Beschluss, einfach weiterfasst. Und das würde hundertprozentig auch ein Amtsgericht durchlassen gehen. Deswegen in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Legislationen. Ja. Aber das ist Mix Basic, sorry. Ja, ich verstehe, was du meinst damit. Also das im Moment ist diese Dresden-Dresden-Kaskade ja rein nur zu Testzwecken aktiv. Die soll im Laufe des weiteren Verfahrens, hätte ich zwar schon längst gemacht, aber allein um das zu testen, läuft die noch Dresden-Dresden. Aber ich gebe dir recht, das ist kein großer Hinweis auf der Seite oder sowas, dass diese Kaskade allein deswegen, weil sie halt Dresden-Dresden ist, unsicher ist. Das denke ich. Ich spreche später nochmal an, dass diese Betreiber und alles ein bisschen vielleicht transparenter hätte sein müssen. Aber ich denke, in dem Fall kann ich dir recht geben, auf jeden Fall, dass dieses Dresden-Dresden Schwachfokus ist. Und es gibt ja auch eine Kaskade, die über New York läuft. Also vielleicht kann man die nutzen. Ich meine, USA ist vielleicht auch nicht so ideal dafür, aber auf jeden Fall ist es besser als Dresden-Dresden. Ja, dieses Flag, was gesetzt wird, wenn irgendwo eine URL oder eine IP-Adresse erkannt wird, wird halt wie gesagt unverschlüsselt durchgereicht, sodass jeder Mix sehen kann, dass dieses Flag gesetzt wird, und im Normalfall würde halt so ein Mix, der irgendwo in der Mitte ist, halt entweder dieses Flag löschen oder halt die Pakete gar nicht durchlassen, aber eher als Mix löschen. Und nur wenn er halt selbst Opfer in Anführungsstrichen dieser Überwachungsfunktion wurde, müsste er halt die Pakete durchlassen. Und das ist aber auch der Normalbetrieb, dass diese Anbieter, die nicht verpflichtet sind, die Funktion zu aktivieren, dass diese sie gar nicht durchlassen. Oder zum Teil die Funktion halt noch gar nicht implementiert haben, wie hier in Berlin dieser eine, glaube ich, Linux Studentenverein oder sowas. Ich weiß nicht, jetzt nicht, ob der in Berlin sitzt, aber so der eine, der hat die auf jeden Fall ja auch nicht aktiviert, geschweige denn implementiert. Ja, und der erste Mix erkennt halt, wenn dieses Flag gesetzt ist, merkt er sich halt die IP-Adresse und die 8-Bit dieses URL-Zugriffs, und dementsprechend wird das dann in irgendeine Datenbank geschrieben und muss dann unter Umständen an die Strafverfolger herausgegeben werden. Ja, jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Vortrag, und zwar wie das Ganze ein bisschen abgelaufen ist. Also zuerst hat das LKA halt ermittelt, und es gibt
die Möglichkeit, dass das LKA die Ermittlungsbefugnis dem BKA übertragen kann in bestimmten Fällen, die ich jetzt aber nicht erläutern werde. Das war vermutlich so ein Fall, obwohl ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil es handelte sich ja nicht um irgendein großes Verbrechen oder so, was da geplant wurde, sondern maximal um den Zugriff auf irgendeine Information, die dann so und so eigentlich frei zugänglich war, weil wenn irgendwo eine URL ist, die ist mehr oder weniger frei zugänglich und das ist ja eigentlich auch durchs Grundgesetz geschützt, dass ich halt gerade diese Informationen abrufen kann, egal was jetzt sich dahinter verbirgt. Und dieser Beschluss hat sich halt dann irgendwie gegen diesen Zugriff auf die IP-Adresse, auf irgendeine Information gerichtet, was ich persönlich für grundgesetzwidrig auf jeden Fall erachte. Ja, Anfang Juli hat halt das Amtsgericht in einem ersten Beschluss festgelegt, dass halt die Zugriffe auf eine bestimmte IP-Adresse und die, ja, die Zugriffe sollen halt gelockt werden und es soll am Ende Auskunft erteilt werden. Das haben sie aber, weil sie irgendwie entweder den Dienst nicht technisch durchschaut haben oder die Rechtslage nicht so durchschaut haben, was ich aber weniger vermute, auf der Rechtsgrundlage von 100 GH StPO. Gemacht und dieser sieht halt das Ganze überhaupt nicht vor. Also der sieht nur vor, dass Auskunft über rechtmäßig erhobene Verkehrsdaten und Verbindungsdaten gegeben werden darf, beziehungsweise auch, wenn diese rechtmäßig in der Zukunft erhoben werden, muss darüber Auskunft erteilt werden. Aber es dürfen nicht extra Daten zu Strafverfolgungszwecken erhoben werden. Das umfasst dieser Paragraph gar nicht. Und was Rüdiger vorhin angesprochen hat, dass halt die Projektpartner im Laufe dieser Diskussion mit dem BKA, wenn ich das jetzt als Diskussion bezeichnen kann, was vielleicht auch gar nicht zutrifft, also ich weiß nicht genau, wie da besprochen wurde, aber jedenfalls haben die wohl gesagt, dass die Überwachungsfunktion möglich ist, sofern dieser Beschluss auf § 100a StPO basiert, was ich... Ich weiß nicht, warum Sie das gesagt haben oder ob es ganz normal ist, dass man solche Informationen weitergibt oder ob man da einfach sagt, ja, wenn ihr die Daten wollt, dann solltet ihr wenigstens die Rechtslage kennen. Aber das haben Sie anscheinend nicht gemacht. Ja, eben weil dieser Paragraph sich, weil dieser Beschluss sich auf den falschen Paragraphen bezogen hat, hat man halt gesagt, man legt Rechtsmittel der Beschwerde dagegen ein. Das hat natürlich keine aufschiebende Wirkung. Also die mussten diese Überwachungsfunktion dennoch implementieren, aber halt haben Beschwerde kurz danach schon eingereicht. Aber halt aufgrund der Tatsache, dass das einfach der falsche Paragraph ist und nicht, weil sie grundsätzlich etwas dagegen haben oder grundsätzlich einen Rechtsstreit ausfechten wollen. Es geht noch ein bisschen weiter. Am 11. Juli hat das Landgericht in Frankfurt am Main dieser Beschwerde stattgegeben und den Beschluss außer Kraft gesetzt. Rein zufällig, also den Beschluss vom Amtsgericht in erster Instanz außer Kraft gesetzt und rein zufällig erreichte dieser Nachricht aber erst die Projektpartner am 26. August. Also ich weiß da auch nicht, ob das irgendwie nicht gang und gäbe ist, dass wenn so ein Beschluss so lange auf sich wartet, weil der innerhalb von wenigen Tagen eigentlich außer Kraft gesetzt werden kann, dass man sich da erkundigt oder ob das die Projektpartner gemacht haben und das Landgericht da einfach gesagt hat, wir haben das Ding rausgeschickt. Aber jedenfalls hat es die aufgrund irgendeines technischen Defekts oder wie die das bezeichnet haben, irgendwie erst 6 Wochen später erreicht. Und dementsprechend lief die Überwachungsfunktion halt auch 6 Wochen mehr oder weniger illegal. Ja, und als die Betreiber dann die Überwachungsfunktion außer Kraft gesetzt haben, kam dann irgendwie wenige Tage später schon wieder ein Beschluss vom Amtsgericht, und zwar diesmal ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss. Das heißt, das BKA wurde ermächtigt, bei der TU Dresden anzuklopfen und die Daten zu erheben, zu beschlagnahmen, diesen Datensatz. Also es wurde ein Datensatz gefunden, der angeblich da diesen Zugriff auf die URL bzw. IP-Adresse zeigt. Und dieser muss halt herausgegeben werden. Was ich vorhin noch sagen wollte zur IP-Adresse, ist natürlich das Problem, dass sie nicht genau eine URL oder sowas umfasst, sondern gerade bei Webhosting oder sowas sind da manchmal hunderte oder noch mehr URLs und Seiten dahinter. Das heißt, man würde halt auch die Seiten von irgendwelchen Unschuldigen, in Anführungsstrichen, oder einfach irgendwelchen Leuten, die dort halt ein Webhosting-Angebot nutzen, würde man kompromittieren. Das halte ich übrigens auch für grundgesetzwidrig, aber das Gericht scheint das anders zu sehen, die Projektpartner vielleicht auch. Ja, das Landgericht hat dann nochmal den Beschluss des AG1, also des Amtsgerichts, den ersten Beschluss in der Hauptsache aufgehoben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war
diese Sache mit dem, die müssen die Überwachungsfunktion implementieren und so weiter, war an der Stelle eigentlich abgeschlossen. Stand dann nur noch die Entscheidung aus, wie das Landgericht entscheidet über diesen Beschlagnahmebeschluss. Und das wurde dann irgendwie Anfang November, also vor einem Monat und ein bisschen länger her, wurde halt auch dieser zweite Amtsgerichtsbeschluss außer Kraft gesetzt und für rechtswidrig erklärt. Aber das passierte halt, das muss man sich vor Augen führen, das passierte nur, weil in Anführungsstrichen ein Verfahrensfehler geschehen ist, weil man einfach die falschen Paragraphen genutzt hat. Das passierte nicht, weil dieser Dienst grundsätzlich nicht überwacht werden darf, sondern weil er halt nicht nach diesen Paragraphen überwacht werden darf. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zur Kritik, die im Laufe der Diskussion an den Projektpartnern geübt wurde. Es wäre zum einen, dass sie die Nutzer ihres Dienstes überhaupt nicht informiert haben. Da gibt es so mehr oder weniger drei große Gruppen von Informieren, was man unter Informieren versteht. Nämlich einmal über die Möglichkeit der Überwachung, also dass es möglich ist, dort eine Überwachungsfunktion zu implementieren. Diese Informationen hätten sie von vornherein irgendwie veröffentlichen müssen und auch dazu sagen, dass es technisch möglich ist, dieses Ding zu überwachen. Das haben sie nicht getan, sondern sind halt erst, als die Diskussion ziemlich in der Öffentlichkeit bekannt wurde und die Medien darüber berichtet haben, sind sie erst darauf gestoßen, dass man halt diese Sache zugibt, dass also es möglich ist, den ganzen Dienst zu kompromittieren und zu überwachen. Der zweite Punkt ist dann schon weniger klar. Also es wurde gesagt, sie hätten sagen müssen, dass jetzt zurzeit irgendjemand überwacht wird. Das ist rechtlich vielleicht auch nicht möglich. Also die Sache müsste man mit Sicherheit mal, ja, warte mal, dort hinten ist, ja. Das, die dürfen nicht sagen, dass sie überwachen. Diejenigen, die das machen, müssen stillschweigend drüber wachen. Grundsätzlich. Das ist nicht richtig so. Also insbesondere ist die ganze Sache rechtswidrig ersetzt worden. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, den Dienst bis zur Erklärung der Sachverhalte abzuschalten, beziehungsweise diese kryptografisch sowieso völlig blödsinnige Dresden-Kaskade zu deaktivieren. Nochmal zur Erinnerung, diese ganze Ärger ist nur möglich, weil die Leute wieder besseren Wissen, ich weiß nicht warum, diese Dresden-Kaskade erhalten haben. Ich meinte jetzt aber nicht diese Sicherheit der Kaskade. Ich meinte jetzt, wenn jetzt Abhörmaßnahmen aktiviert werden, dürfen diejenigen, die ausführen und aktivieren, nicht drüber reden, dass sie sowas machen. Sie hätten den Dienst deaktivieren können bis zur rechtlichen Klärung. Zumindest die fehlerhafte Kaskade. Aber sobald du irgendwo Abhörmaßnahmen irgendwelche Richtung, die angeordnet sind, ausführst, darfst du nicht drüber reden, dass du das gemacht hast, beziehungsweise dass du das machst und mit wem du das machst. Die ganze Sache ist ohnehin rechtswidrig. Insofern haben wir einen Dissens, aber es ist auf jeden Fall eine falsche Haltung. In der TKÜV steht das so drin, ganz deutlich. Muss bloß zwei Sachen, die ich das... Es ist eine rechtswidrige Sache, insofern muss man die da nicht umrühren. Es ist rechtsfest. Also A nochmal, ich halte es, weil es schon wieder gesagt ist, ich halte es grundsätzlich nicht für unmöglich, dass selbst wenn das bei verschiedenen Anbietern ist, nicht eine Überwachungsfunktion oder so aktiviert werden kann. Der Beschluss muss das einfach umfassen und nach deutschem Recht ist das problemlos möglich. Und über Rechtshilfeabkommen ins Ausland wäre das theoretisch auch möglich, wenn der Dienst bei dem jeweiligen Betreiber im Ausland, wo er sitzt, wenn es dort so ein Rechtshilfeabkommen gibt. Also das halte ich für grundsätzlich halte ich das für möglich, wenn auch die die Straftat, ja, schwerer umsetzbar, genau. Und deshalb, ich fordere das ja auch. Ich fordere, dass Dresden abgeschaltet wird und dass so viel wie möglich auch übers Ausland läuft. Aber das würde das halt nicht grundsätzlich verhindern. Aber vielleicht würde dann nicht gesagt werden, dass wenn auf irgendeine Information zugegriffen wird, dass das ein hinreichendes Verbrechen ist, um eine Überwachungsfunktion in der Form zu ermöglichen. Und das Zweite ist, ich habe hier bewusst vielleicht geschrieben. Du hast recht, dass es auch im Beschluss stand drin, dass sie stillschweigen darüber bewahren müssen. Das ist richtig. Aber vielleicht steht da, weil diese Sache ist rechtlich noch nicht vor Gericht geklärt, wie dieser Dienst möglich ist. Ich weiß, dass es grundsätzlich so ist, aber es muss meines Erachtens nach muss es vor Gericht geklärt werden, wie viel die preisgeben dürfen und ob die sagen, wir werden überwacht, hängt ja eigentlich auch nur wir überwachen, hängt ja eigentlich auch nur davon ab,
ja, wie häufig diese Überwachung ist, weil wenn die Telekom würde, dann sagen wir überwachen die ganze Zeit und das hätte genauso viel Informationsgehalt, wie wenn die anderen Betreiber halt mehr oder weniger ständig irgendeinen Beschluss umsetzen müssen und dann sagen wir überwachen, weil das ergibt sich für den Nutzer irgendwie von vornherein. Also wenn ich jetzt Dresden nutzen würde oder irgendeine andere Kaskade, die potenziell nur in Deutschland steht, gehe ich davon aus, dass meine Zugriffe auf jeden Fall mitgelockt werden können. Das ergibt sich für mich aus dieser ganzen Diskussion jetzt eigentlich. Also das Thema mit dieser Überwachung und dass sie da nichts erzählen dürfen und so weiter, das ist eine grundsätzliche Thematik, was Telekommunikationsnetze betrifft. Und das ist soweit rechtlich sicher, da haben schon so viele versucht irgendwas und haben es nicht geschafft. Und wie gesagt, die Jungs, die das machen, die dürfen nicht drüber reden, dass sie es machen. Und sie dürfen auch nicht sagen, wie sie was machen und womit sie es machen. Und es gibt das nicht nach außen offiziell. Ja, zum Abschalten komme ich dann gleich noch. Hier vorne noch. Ja, ich würde sagen, die Betreiber haben im Rahmen des Möglichen diese Öffentlichkeit durchaus hergestellt durch das Veröffentlichen des Source Codes. Der Fehler war vielleicht ein Stück vorher. Wenn man sich die anderen Seiten vorher durchgelesen hat, standen da recht pauschale Erklärungen, Anon bietet Schutz vor Strafverfolgung. Das ist vielleicht ein bisschen naiv gesagt und steht, glaube ich, auch nicht mehr da. Kein Dienst kann diese Sicherheit bieten und es wäre noch eine ganz andere Frage, ob das sinnvoll wäre. Eine organisatorische Anmerkung. Wir haben auch Leute, die ganze Diskussion auf dem Livestream verfolgen. Deswegen die Bitte jetzt, während der Vortrag läuft, Fragen über die Saalmikrofone zu stellen. Wir wollen eigentlich, dass die Saalmikros auf den Ständern sind, dass das, wenn der Impuls da ist, ich weiß, das ist sehr emotional, dass man zumindest sich überlegt, ob man an die Mikros will und das dann später in der Diskussion zu machen, außer der Referent gibt uns die Anweisung, die Mikros weiterzugeben. Ja, also was hier gesagt wurde, dass das im Source Code veröffentlicht wurde, ist, denke ich auch irgendwie, man hätte die Funktion nicht Crime Detection nennen müssen und da wäre das vielleicht gar nicht rausgekommen. Aber ich denke, das war irgendwie das Mindeste, was sie tun können, obwohl selbst das halte ich nicht für so offensichtlich, dass sie das überhaupt machen dürfen. Das war für die vermutlich vorher auch nicht klar, aber irgendwie, wenn ich einen anderen Dienst betreibe mit der Zielsetzung, Anonymität zu bieten und da hängt ja auch noch ein Landesdatenschützer dahinter, wo das eigentlich auch eins seiner Berufsziele ist, dann bin ich der Meinung, dass sie da selbst eine gewisse Verpflichtung, eine gewisse persönliche oder moralische Verpflichtung ihren Nutzern gegenüber gesehen haben, dass sie da vielleicht nicht an die Presse gegangen sind mit wir müssen jetzt überwachen, ist eine andere Sache. Und das war für die, von vornherein war das ja auch nicht so klar, ob die das überhaupt dürfen. Im Nachhinein ist es ja klar, aber wenn ich irgendwo eine Funktion Crime Detection nenne, dann und gerade in so einem Dienst ist das irgendwie offensichtlich, dass das entweder ein fieser Scherz ist oder dass da wirklich irgendwas läuft. Und letztendlich kam es ja auch darüber erst raus. Also da denke ich eigentlich, das war das Mindeste, aber eigentlich auch ausreichend für vieles. Ja, noch eine Frage? Oder? Also ich finde, dass der Fehler wesentlich weiter geht als Naivität, weil ich finde es geradezu lächerlich, einen Java-Client für Windows anzubieten und dann zu sagen, es steht ja im Source-Code. Dann sehe ich das so, dass für den Nutzer auch überhaupt keine Rolle spielt, inwieweit das rechtlich abgesichert ist, weil für mich als Nutzer muss ein Dienst irgendwie transparent sein. Wenn ich Anonymität gewährleistet haben will, dann nützt es mir nichts, wenn die sagen, dass sie nach eigenem moralischen Ermessen das jetzt nachvollziehen konnten, den Beschluss, und das deswegen auch durchgeführt haben, weil Strafverfolgung ja auch wichtig ist. In dem Moment, in dem ich weiß, dass sie ohne meine Kenntnis irgendwelche Sachen mitloggen, ist dieser Dienst überhaupt nicht mehr vertrauenswürdig. Und da finde ich, muss ich Rüdi recht geben, gibt es keine Alternative zur Abschaltung bis zur Klärung. Also um das Gesicht des Dienstes zu wahren. Dazu komme ich dann gleich noch. Ja, eine zweite Sache, die häufig kritisiert wurde, ist, dass dieser Datensatz, sofern er denn überhaupt erhoben wurde, nicht bei irgendeinem Anwalt oder Notar gespeichert war. Das war gelagert wurde. Das war eigentlich auch eine Forderung, die ich die gesamte Zeit auch den Betreibern gegenüber und so weiter geäußert habe, beziehungsweise auch ein bisschen sauer war, warum die das überhaupt nicht gemacht haben. Aber man hat mir erklärt, dass man halt doch auf irgendeine Art und Weise auf den Rechtsstaat vertraut hat. Wenn also der Beschluss, der diese Erhebung aus dem
zulässt und die Erhebung beinhaltet und gleichzeitig auch das Auskunftsverfahren, was sich anschließt, wenn dieser Beschluss außer Kraft gesetzt wird, hält man es eigentlich nicht für möglich und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass da ein zweites Amtsgericht da meint, man müsste diesen Beschluss, obwohl er schon bei einer höheren Instanz angekommen ist, widerrufen, sozusagen sich über eine höhere Instanz hinwegsetzen. Und das war eigentlich der ursprüngliche Beweggrund, warum man das damals nicht beim Notar oder beim Anwalt hinterlegt hat. In Zukunft hat man mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als feststehend oder irgendwie als wir halten unser Wort verstehen soll, aber ich nehme es mal so an, dass in Zukunft die Daten halt, sofern sie erhoben werden, automatisch verschlüsselt und halt beim Anwalt gespeichert werden. Also es waren bis jetzt halt schon vor irgendwelchen Zugriff waren sie geschützt, aber halt sie waren noch selbst bei der TU Dresden oder beziehungsweise bei irgendeinem Prof da gespeichert, was ich halt aber mit der Begründung, man hat nicht vermutet, ja hier vorne braucht jemand ein Mikro oder geht dorthin. Wenn man meint, man kann sich auf den Rechtsstaat irgendwie verlassen, dass nicht eine untere Instanz das Urteil oder den Beschluss einer höheren Instanz außer Kraft setzt, halte ich die Begründung durchaus für legitim. Hallo? Ja. Ja, direkt dazu. Wie ich mich erinnere, wie du da die Historien von den verschiedenen Beschlüssen aufgelegt hattest, hätte ich jetzt aus Erinnerung gesagt, man kann es insbesondere auch der TU ankreiden als Fehler, dass sie nicht nach dem ersten Landgerichtsbeschluss, der ja gesagt hat, es ist nichts zu speichern, zumindest so in der Verkürzung, wie es bei mir angekommen ist, dass sie da nicht gesagt haben, na wenn das so ist, dann löschen wir die bisher gespeicherten Nein. Daten innerhalb von den 3 Tagen zwischen den, wo ihnen der Beschluss zugegangen ist und dem zweiten Beschluss von dem Amtsgericht, der gesagt Nein, hat, wir doch speichern. Was am 11. Juli, also das Landgericht als erstes entschieden hat, das war nicht, dass die erklärt haben, dass dieser Beschluss vom Amtsgericht falsch war, sondern die haben den nur außer Kraft gesetzt. Das heißt, die, wenn das Landgericht erkennt, da besteht Klärungsbedarf und wir sind anderer Meinung, dann wird er erstmal so schnell wie möglich außer Kraft gesetzt. Das heißt aber nicht, dass die Daten, die bis dahin erhoben wurden, zu löschen sind. Also das dürfen sie, soweit ich weiß, auch gar nicht. Ja gut, sondern die müssen das Urteil abwarten vom Landgericht. Gut, aber außer Kraft gesetzt heißt ja, dass ab dem 11. Juli, ab dem Beschluss von dem Landgericht, nicht mehr hätte gelockt werden müssen und dann wohl auch nicht dürfen. Ja, so, und dann ist die Frage, was ist mit den Daten zwischen dem 11. Juli und dem 26. August, also dem Zeitpunkt, genau, ab dem sie nicht mehr verpflichtet waren zu loggen und dem Zeitpunkt, ab dem sie wussten, dass sie seit 6 Wochen nicht mehr verpflichtet sind zu loggen. Also ich persönlich teile deine Auffassung voll und ganz. Also ich hätte vermutlich, wäre ich in dieser Situation gewesen, das ist jetzt natürlich, kann ich sagen, was ich will, aber ich hätte aus Datenschutzsicht die Daten einfach gelöscht, weil sie nicht erhoben werden hätten dürfen zu der Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses Problem bei den Projektbetreibern einfach im Vorfeld auch noch nicht ausgiebig diskutiert wurde. Das kann man denen jetzt natürlich ankreiden. Und diese wenige oder dieser nicht große Versuch der Aufklärung, wie die Rechtslage in Wirklichkeit ist und mal einfach durchspielen theoretisch, wie da sowas ablaufen kann, dass das anscheinend nicht ausgiebig gemacht wurde, das kann ich auf jeden Fall auch ankreiden. Aber ich denke einfach, da war die rechtliche Situation, was mit diesem Datensatz nur geschehen muss, nicht so ganz klar, weshalb der halt aufbewahrt wurde. Ja gut, aber da muss man natürlich auch sagen, da hatten Sie ja mindestens die 6 Wochen beziehungsweise noch die Zeit, die sich davor abgespielt hat, Zeit, sich zu überlegen, dass Sie ein Problem haben und vielleicht auch, wie Sie damit umgehen. Ja. Ja, jetzt hier zu der Forderung, der Dienst muss abgeschalten werden. Das war diese Forderung, die stand mehr oder weniger die ganze Zeit im Raum, ob das möglich ist oder nicht. Und das ist genau ein Problem, wo die Datenschützer, also die Juristen aus Kiel der Meinung sind, der Dienst darf dann nicht wieder angeschalten werden. Sondern also auf gut Deutsch, der Betreiber würde sich strafbar machen, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise durfte das nicht, wenn er den Dienst für genau die Zeit, die Strafverfolgung andauert, abschalten würde. Und das ist ganz logisch, weil das wäre eine aktive Verhinderung von Strafverfolgung, wenn ich einen Dienst für genau den Zeitraum abschalte und das immer mache, wenn Strafverfolgung gewünscht ist, wenn so ein Beschluss ist. Das würde mit Sicherheit Probleme geben. Es kann durchaus möglich sein und ich persönlich halte es auch für möglich, aber in Kiel ist man halt der Meinung, dass vermutlich der Dienst nicht wieder angeschalten werden dürfte. Und das
Na, kennst du einen anderen Paragraph oder? Also, ja. Ja. Normalerweise wird die Strafverfolgung doch nicht wieder aufgehoben, wenn der abgeschaltet wird, oder? Nein, aber ein Beschluss, wenn er sich auf 3 Monate oder dann auf 6 Monate, wenn er verlängert wird, bezieht, wenn ich da genau für den Zeitraum absichtlich den Dienst abschalte, dann kann man das als aktiver Versuch der Strafvereitelung irgendwie werten oder mindestens als Behinderung der Strafverfolgung. Also ich fasse mal zusammen, durch das Betreiben ist rechtswidrig, wahrscheinlich rechtswidrig Daten erhoben worden. Ein ordentlicher Jurist hätte wahrscheinlich bis zur Prüfung der rechtlichen Lage das abgeschaltet und hätte dann durch das Landesgericht 2 auch Recht bekommen. Also insofern kann ich das einfach nicht stehen lassen. Wir haben die ganze Realweltsituation, dass das Landgericht 2 praktisch das Amtsgericht 2 nochmal kassiert hätte und das Abschalten des Dienstes bis zur rechtlichen Prüfung wäre eine Sache gewesen, die eigentlich, denke ich, juristisch die Betreiber in einer besseren Situation gestellt hat als jetzt. Jetzt haben sie über Wochen rechtswidrig in meinen Augen Daten erhoben. Ich finde, dass die Daten. Hallo, ich wollte noch kurz anmerken, das Mikro war eben nicht an, deswegen kommt das jetzt ein bisschen später. Ich glaube, dass das Problem schon einen Punkt früher anfängt. Wenn gesagt wird, es soll eine bestimmte IP überwacht werden, dann muss ja auf dieser IP strafrechtliche Inhalte sein, die eigentlich vom Netz genommen gehören dann. Und was Sie nicht machen, ist, diese strafrechtlichen Inhalte vom Netz nehmen, sondern gucken, wer greift auf diese IP zu. Und es muss ja, also entweder sind das strafrechtliche Inhalte, dann gehören die weg. Also da hat der Rechtsstaat versagt. Oder aber es sind keine strafrechtlichen Inhalte, dann gibt es auch keinen Moment, was dafür spricht, dass diese IP überwacht werden muss. Und selbst wenn keine strafrechtlichen Inhalte auf dieser IP liegen, kann auch nicht nachgewiesen werden, was passiert, wenn die Leute auf die IP zugreifen, die User und Userinnen. Es müssen keine strafrechtlichen Inhalte auf einer IP, die gelockt wird, liegen, sondern es muss nur aus Sicht des Gerichtes nötig sein, diese IP zu überwachen, um Straftaten aufzuklären. Das kann zum Beispiel auch heißen, dass die gmx.de überwachen, weil jemand... Mehr polizeilich präventive Überwachung, also ob ich sage, die Polizei soll das Recht haben, irgendwie präventiv agieren zu können, weil sie der Meinung sind, über irgendeinen Dienst kann Illegales laufen. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich jeden, der ein Messer kauft oder so, erstmal mit Ausweis und so weiter festnagel. Mit der Vermutung, irgendwann könnte ja jemand mit diesem Messer erstochen werden und damit ich für den Fall der Fälle am besten auch noch das Messer markiere, sodass ich sofort den Täter habe. Das ist eigentlich eine ziemlich sinnlose Argumentation, aber durchaus wird die von Strafverfolgern oder auch gerade von irgendwelchen Juristen oder CSU-Mitgliedern oder so vertreten. Eine zweite Sache noch, inwieweit das, ich fasse das, was der Herr dort hinten gesagt hat, irgendwie als Kritik am moralischen Verhalten und nicht nur am rechtlichen, sondern auch am moralischen Verhalten des BKAs fasse ich das auf. Nämlich es ist ja ganz klar, wenn ich irgendwo strafrechtlich relevante Inhalte habe oder so und nicht gegen die Betreiber dieser oder Urheber dieser Inhalte vorgehe, sondern nur gegen die Leute, die das Ganze konsumieren, dann finde ich, ist das irgendwie eine Umkehr der Schuld, weil ich denke nicht, dass die Leute, die das konsumieren, die Hauptschuld tragen, sondern die Leute, die das ins Netz stellen oder produzieren. Und der Rest ist natürlich sehr medienwirksam, wenn ich da irgendwelche bösen Konsumenten gefangen habe. Aber es wäre natürlich für die Gesellschaft oder vielleicht auch für die Moral ein bisschen interessanter, wenn ich die Urheber von solchen Dingen rankriege und nicht nur irgendwelche Konsumenten. Hier vorne noch? Ja. Ja, also ich wundere mich ein bisschen darüber, wie hier mit Strafverfolgung umgegangen wird, weil meiner Meinung nach es berechtigte Gründe gibt, Angst vor Strafverfolgungsbehörden zu haben, ohne Kinderpornos sich anzugucken oder ohne andere völlig moralisch abwegige Sachen zu machen, sondern ganz einfach, weil der Staat ein politisches Organ ist und Strafverfolgung durchaus auch Sachen wie Freedom of Speech und so weiter beeinträchtigt. Und da wundere ich mich ganz ehrlich, dass die ganze Zeit auf so einer Schiene argumentiert wird, ja, aber mit der Strafverfolgung müssen wir doch zusammenarbeiten, weil die haben Recht und Kinderpornos sind auch ganz böse. Meiner Meinung nach ist es ein berechtigter Anlass, so einen Anonymitätsdienst zu nutzen, dass man einfach Angst vor Strafverfolgungsbehörden hat, weil es die abwegigsten Gründe für Hausdurchsuchungen gibt. Es gibt die abwegigsten Gründe für Strafverfolgungsbehörden aktiv zu werden. Und mal ganz im Ernst, also da
verstehe ich gar nicht, warum man immer so... Wie meinst du jetzt, wer sich konkret auf diese Argumentation mit wir müssen mit denen zusammenarbeiten einlässt? Also ein richterlicher Beschluss, egal wie der jetzt gefasst ist oder so, ist ja erstmal bindend und zwingt umzusetzen. Und dagegen kann man wenig was sagen, aber zum Beispiel hätte ich mir gewünscht von den Betreibern, dass sie jetzt ganz klar äußern, wir wollen die rechtliche Situation zum Beispiel klären, inwieweit dieser Strafkatalog 100a StPO oder so überhaupt rechtsstaatlich okay ist. Also weil wenn dort irgendwelche Strafen, die vergleichbar mit Mord und Totschlag da doch relativ gering sind, wie was weiß ich, irgendwelche Drogendelikte oder vielleicht andere Sachen, die zumindest noch mit Geldstrafe bestraft werden könnten, wenn die dort in einem Atemzug genannt werden, finde ich das auch nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch ziemlich als Relativierung der eigentlichen Tat, also was weiß ich, Vergewaltigung oder Mord oder sowas. Und ich denke, das ist das Ziel, dass man da irgendwie versucht, die Straftaten, die so eine Überwachung überhaupt ermöglichen, dass man diese irgendwie ein bisschen höher legt. Also wenn die Strafe ein bestimmtes Maß überschreitet, was natürlich dann auch dehnbar ist, weil dann erhöht man einfach das Strafmaß. Aber es kann halt nicht sein, dass bei dem kleinsten Delikt oder so, sei es jetzt Hausdurchsuchung oder sei es Telekommunikationsüberwachung oder sowas, möglich ist. Das klappt aber nicht. Also in Hamburg hat man DNA-Tests verwendet, um Sprayer festzunehmen. Und das ist nun wirklich gesetzlich verankert, dass das nur bei Straftaten von erheblichem Ausmaß, wie zum Beispiel Sexualstraftaten, gemacht werden darf. Also offensichtlich funktioniert das ja nicht. Ja. Bei der ganzen Geschichte mit diesen Mitarbeitern, das Problem ist, die Jungs, wenn die nicht mitarbeiten, irgendwo sind die als Carrier verankert und als Carrier kriegt man nur eine Lizenz, wenn man die Schnittstellen aktiv betreibt zu den ermittelnden Behörden. Und das ist alles mit Lizenzentzug verknüpft und wenn jetzt zum Beispiel sich die Telekom querstellt gegen eine Abhörmaßnahme, kann das dahin führen, dass sie ihr Netz abschalten müssen. Ja, und das alleine das sind schon wirtschaftliche Gründe, wieso die Jungs dann sagen, okay, wir arbeiten damit zusammen. Na, in bestimmten Gesetzen sind die Anbieter von Telekommunikation und so weiter ja auch verpflichtet, diese Überwachungsmaßnahmen von vornherein vorrätig zu haben, also vor allen Dingen im Telekommunikationsrecht. Das ist im Grundteil der ganzen Lizenzthematik, dass sie überhaupt die Lizenz kriegen, als ISP oder Carrier aufzutreten. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein anonymes System, so wenn jetzt zum Beispiel diese Systeme hier betrieben werden und es geht, die sagen, nein, wir machen das nicht, dann gehen die ermittelnden Behörden als nächstes zu dem providenden Carrier, sprich zur TU Chemnitz, die da irgendwo als Provider auftritt und sagen, wir nehmen euch die Lizenz weg. Und in dem Augenblick sagt die Uni dann, okay, jetzt gibt es irgendwelche Probleme, jetzt macht was. Hier vorne. Vielleicht muss man auch einfach mal klarstellen, dass es nicht sein kann, dass wenn ein nach eigener Ansicht rechtswidriger Entschluss eines Amtsgerichts im Raum steht, dass es nicht sein kann, dass man diesen Entschluss einfach nicht anwendet, sondern da ist halt einfach die Beschwerde statthaft. Und das haben die ja meiner Meinung nach auch richtig getan. Und es wäre falsch, wenn jeder selber darüber richtet und das halt einfach nicht anwendet, sondern da ist halt einfach der Rechtsweg das Richtige. Und wenn man der Meinung ist, dass es nicht ausreichend ist, die Beschwerde, dann muss man halt Verfassungsbeschwerde einreichen oder sonst irgendwas machen. Aber es kann nicht sein, dass jeder selber entscheidet darunter subsumiert, das ist nicht rechtswidrig, da hat jemand meine Rechte eingegriffen und dann irgendwie Selbstjustiz irgendwie betreibt. Also das klang hier so ein bisschen an. Na. Also es ist nicht Selbstjustiz, wenn ich mich weigere, der Justiz zu helfen. Selbstjustiz wäre, wenn ich jemanden angreife, bestrafe oder sowas. Aber wenn ich mich legal oder illegal weigere, den Strafverfolgungsbehörden zu helfen, ist das keine Selbstjustiz. Und ich finde das in vielen Fällen eine sehr richtige Sache. Ich wollte nur kurz allgemein dazu sagen, also ich denke, das ist ein Problem, was der Rechtsstaat in Deutschland allgemein hat, dass zum Beispiel ein Amtsgericht oder so einen Beschluss verfassen kann, egal jetzt, ob das Quatsch ist, totaler Quatsch, der Beschluss gilt. Und selbst wenn man Recht hat mit der Beschwerde, ist allein, dass man diesen Beschluss nicht umsetzt, selbst wenn das möglich ist, allein das ist eine hinreichende Straftat und allein das gibt Probleme und das kann auch richtig Probleme geben und nicht halt nur, dass da irgendwie mal ein bisschen Geldstrafe oder so ist, sondern das
Es kann durchaus sein, wenn man den Dienst zwar selbst oder die Überwachung selbst für nicht gerechtfertigt hält, aber dann in höherer Instanz entschieden wird, es ist rechtmäßig, dann hat das zum Beispiel als Recht Probleme. Und man kann ja nicht von vornherein damit spekulieren, na, wir kriegen Recht und deswegen verstoßen wir jetzt mal hier gegen die grundstaatlichen Prinzipien, dass halt so ein Beschluss einfach mal bindend ist. Und ich meine, wenn man so wie du jetzt argumentiert, dass das nicht okay ist, dann denke ich nicht nur, sollte man hier bei Telekommunikationsüberwachung so argumentieren, sondern allgemein sagen, dem Richter, dem Amtsgerichtsrichter, das Recht zu geben, irgendwie einen Beschluss zu verfassen, der in jedem Fall bindend ist und zwingend umgesetzt werden muss, allein das ist dann falsch. Und das ist dann meiner Meinung nach auch allgemein falsch. Und da gibt es ja auch genügend Belege, dass sowas ziemlich nach hinten losgeht, weil der Amtsrichter meist überhaupt nicht die Kompetenz dazu hat, zu entscheiden, ob was wichtig ist, unwichtig oder ob, wie in dem Fall, selbst die Paragraphen überhaupt erfüllt sind. Ja, also ich habe folgende Frage. Ich habe den JAP eingesetzt und habe da mal eine technische Frage. Also es war folgendermaßen. Ich schreibe öfter in einem Webforum und ich habe mit einem Freund JAP getestet. Der sagte mir auch eindeutig, wenn ich schreibenderweise auf dieses Webforum ist. Es geht also darum, dass Leute anonym bleiben und in diesem Forum schreiben können, ohne dass man ihre IP zurückverfolgen kann. Mhm. Er sagte mir auch ganz klar, es kam auch von der TU Dresden in dem Fall die IP, aber die war verschleiert und der jeweilige Webmaster konnte mir auf den Kopf hinaus sagen, meine T-Online-IP. Wie ist das möglich? Also die Frage stellst du am besten an die JAP-Betreiber. Also ich kann mir jetzt maximal vorstellen, dass dein Freund vermutlich deine T-Online-IP mit der IP-Adresse von dem letzten Mix verwechselt hat. Weil die von dem letzten Mix steht natürlich ganz klar im Forum. Wenn die dort erhoben wird, dann sieht man die halt vom letzten Mix und darüber kann man mit einer Forumsoftware oder so nicht irgendwelche komischen Sachen geschehen. Insofern, das ist natürlich ein anderes rechtliches Problem, ob ein Forumbetreiber überhaupt IP-Adressen längerfristig oder so erheben darf. Ja, also hier geht es darum, dass anhand der IP-Adresse man rausfinden kann, aus welchem größeren Bereich derjenige stammt. Und da wir also praktisch Internetcafé und sowas machen, es gibt also Foren, wo die Leute eben anonym schreiben wollen, auch technisch anonym. Und da scheint mit JAP nicht zu funktionieren. JAP hat einfach gaukelt eine Sicherheit vor, die es nicht gibt im normalen Webbetrieb. Ja. Hallo? Am Mikro schon? Ja. Also ein Schuss ins Blaue, der typischste Fehler, den wir da aus Dresden bekommen haben, ist, dass die einfach den JAP installiert haben, den Client gestartet haben und dann vergessen, im Internet Explorer den Proxy auf Localhost zu stellen. Es ist einfach ungefähr so 80-90% der Fälle sind dann das. Die kommen dann an und sagen, ja, es geht gar nicht und der Webscanner, der erkennt mich immer noch und weiß, dass ich Internet Explorer habe und sowas. Also vielleicht lag es bloß daran, an der technischen Sache. Also das sieht dann alles wunderbar aus. Der JAP, der läuft auch ohne Probleme im Hintergrund weiter. Und man bekommt dann leider vielleicht doch wirklich das Gefühl, dass man sicher surfen würde angeblich. Ja, also das halte ich dann auch eher für möglich, als dass gerade bei dieser IP-Adresse oder weil er der Online-Kunde ist oder sowas, einfach mal nicht der Dienst funktioniert, sondern die Daten einfach nicht über diese Mix-Kaskade geschickt werden, sondern einfach so weitergeleitet werden. Das halte ich für weniger möglich. Außer es ist ein großer Bug, aber dann kann er das auch an die JAP-Betreiber selbst schicken. Ja, eine Sache vielleicht noch, wenn der Dienst abgeschaltet werden würde, wenn sowas passiert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da erstmal in der Presse ganz groß die Meldung kommen, dass hier Datenschutz ist, Täterschutz oder Anonymitätsdienst verhindert Strafverfolgung. Diese Schauermeldung vor allen Dingen von den etwas größeren Medien, die da vielleicht auch gar nicht wissen, was das wirklich ist und warum das gemacht wurde, würden den Dienst auf jeden Fall in eine Ecke krimineller Natur rücken, wo er absolut nicht hingehört, weil er halt ein Grundrecht sichert und nicht irgendwelche Strafverfolgung ermöglicht. Die Probleme, die sich mir jetzt nach der ganzen Diskussion und nach dem Streit stellen, ist natürlich, ob man Transparenz bei dem Dienst irgendwie weiter ermöglichen kann, beziehungsweise welche Ansprüche man an die Transparenz des Dienstes stellt. Also irgendwie, dass man fordert, dass die Überwachungsfunktion öffentlich bekannt gemacht wird oder dass man sagt, wir überwachen jetzt oder beziehungsweise, dass man halt
den Dienst abschaltet und so weiter. Also dass irgendwie ein bisschen Vertrauen zwischen dem Nutzer selbst und den JAP-Betreibern hergestellt wird, beziehungsweise dass man auch wirklich sagt, das sind dort nicht irgendwelche Leute, die beruflich Strafverfolgung ermöglichen, sondern die einen Anonymitätsdienst betreiben, und ob es nicht da irgendwie möglich ist, Transparenz zu ermöglichen, auch nachdem er jetzt irgendwie der Meinung ist, die haben sich da ein bisschen komisch verhalten und vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen verspielt. Zur Frage der Transparenz hatte ich dann noch eine technische Frage. Diese Daten, die da übertragen werden zwischen den Mix-Servern, das betrifft doch sicherlich das Protokoll ausschließlich zwischen den Mix-Servern und nicht zwischen Mix und Client. Und waren diese Protokolldaten überhaupt vorher schon vorhanden, oder haben die praktisch das Protokoll geändert, nachdem sie diesen Ärger mit dem Gericht gekriegt haben? Das kann ich nicht wirklich beantworten, aber soweit ich weiß, war irgendwie schon kurz nachdem der Dienst angeschaltet wurde, die Diskussion um eine Überwachungsfunktion, inwieweit das möglich ist, was dann aber nicht groß auf der Seite veröffentlicht wurde, sondern vielleicht eher nur intern oder so. Ich glaube, da gab es auch mal einen heißen Artikel dazu, dass sie da gesagt haben, dass das irgendwie theoretisch möglich ist, oder ob die da gesagt haben, es ist gar nicht möglich. Da kann es durchaus sein, dass das aber erst jetzt nach dem Beschluss, beziehungsweise nachdem das BKA da angerufen wird, dass man sich da näher mit beschäftigt hat, wie man das jetzt umsetzen könnte, wenn so ein Beschluss kommt, der vielleicht auch noch rechtlich auf einer wirksamen Grundlage basiert. Ich habe noch eine Frage zum Verbieten des Abschaltens. Ja. Wenn eine Behörde gute 6 Wochen braucht, bis sie einen Bescheid zustellt, und das als ganz normaler bürokratischer Schlendrian durchgeht, dann kann doch auch niemand irgendwas sagen, wenn der Server irgendwie mal 6 Wochen nicht geht oder das Projekt, und ja, es funktioniert halt einfach nicht. Und da wird auch keine Lizenz entzogen, wie man an der Telekom am besten sieht. Naja, kurz. Anfang September oder so war ja dort ein paar Wochen Stromausfall. Da hätte man ja auch sagen können, da fällt halt einfach mal der Strom aus auf dieser Dresden-Kaskade. Aber gut, wie oft man das dann machen kann und ob es nicht ein bisschen äußerst zufällig ist, wenn das dann immer passiert, wenn so ein Beschluss eingeht oder so. Aber naja, man hätte es ja mal probieren können, sage ich ja. Also ich denke, es ist auf so vielen Ebenen falsch gegangen, schiefgelaufen, dass man es jetzt eigentlich nur noch als Beispiel nehmen kann, um daraus zu lernen. Kryptografisch bei der Implementierung. Ja, dann juristisch auf beiden Seiten die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft und mit hanebüchenen Beschlüssen gearbeitet. Und letztlich ein absolutes PR-Desaster. Ja, ich kann nur sagen, auf der PR- und auf der Policy-Seite sieht es für mich so aus, als ob die Betreiber daraus gelernt haben. Was die Mixkaskade angeht, hoffe ich, dass das sich dann auch erledigt oder verbessert wird. Das heißt ja nicht, dass man den Mix in Dresden abschalten muss, sondern dass er wie jeder andere Mix in der Kaskade als potenziell unsicher gelten muss. Weil kein Betreiber von irgendeinem Mix wird sich gegen Strafverfolgungsbehörden wehren. Das wird nicht passieren. Also jetzt, um mal vielleicht ein bisschen auch mal die Schärfe rauszunehmen, um es mal ganz klar zu sagen, die Leute, die das JAP Projekt gestartet haben, denen gebührt unser Dank. Die haben wirklich Kryptografie gut weiterverbreitet. Sie haben jetzt an einer Stelle wirklich Mist gebaut, aber dennoch unseren Dank gab. Jetzt kommt die gute Nachricht, man kann einiges an staatlichem Ärger reduzieren. Vielleicht ist es eine Einladung an die Betreiber, sie sollen mal die dienstrechtlichen Möglichkeiten gegen die Kriminalbeamte vom BKA prüfen, die da in meinen Augen vermeidbar. Also es ist ein Rechtsbruch vorgenommen worden und das sollte mal dienstrechtlich geprüft werden. Es ist weiterhin ein Einbruch in die Freiheit der Wissenschaft, die eigentlich vor 1990 möglicherweise in diesem Bereich die gang und gäbe war. Aber in der Geschichte der alten Bundesrepubliken müsste ich ziemlich weit gucken, ob ein solcher unverschämter Angriff auf die Forschungsfreiheit schon mal vorgekommen ist. Insofern fordere ich da wirklich eine dienstrechtliche Erklärung bei den Kollegen, die das da gemacht haben. Zweiter Punkt. Die gute Nachricht ist, Kryptografie hilft den Schwachen. Das bedeutet, wir können Dresden einfach als untrusted ansehen. Und zwar jetzt nicht, weil die Leute untrusted sind, sondern rein kryptografisch untrusted. Es gab einen erfolgreichen juristischen Angriff gegen Dresden. Und wir müssen deswegen den Trust-Level von Dresden halt herabsetzen. Wir können weiterhin Dresden in Kaskaden betreiben, wenn wir auf eine Kaskade haben, die wir vertrauen können. Dann dritter kryptografische Anmerkung, es hindert niemand dran, der Open-Source-Gemeinschaft
da weitere Server herzustellen. Insbesondere wenn ich das Protokoll, ich habe das nur überflogen, ist mir nicht ganz klar, was passiert, wenn ein Mix in der Mitte solche Bits wie zum Beispiel dieses komische Crime Detection Bit eigentlich grundsätzlich löscht. Müsste man mal kryptografisch, also kryptografisch habe ich ein gutes Gefühl, man muss das Protokoll nochmal angucken, inwieweit es nicht möglich wird, dass man mal prüft, ob eine Datenschutzstelle in einem Land, das nicht unter einem direkten Zugriff von, ja, also die etwas robuster ist gegen diesen Zugriff von deutschen Strafbehörden, die sich also gegen die Wissenschaft und gegen die eigene Rechtsordnung vergreifen, vielleicht in Amsterdam oder so, ob man dann das irgendwie mal hinstellen, der irgendwie grundsätzlich dieses Crime-Bit einfach schlicht und einfach löscht. Dann ja, haben so wird es gemacht im Normalbetrieb. Von denen, die Überwachungsfunktion, also hier zum Beispiel Regensburg oder auch Berlin, die Überwachungsfunktion nicht aktiviert haben, ist das der Normalzustand. Also wenn so einer in der Mitte ist und sich die Überwachung nur gegen den Ersten und Letzten richtet und in der Mitte der nicht überwacht, dann ist die Standardeinstellung, dass er das Bit rausschmeißt. Okay, dann ist das schon gemacht. Insofern brauchen wir einfach Trusted Middleman und wir können Dresden weiterhin benutzen, allerdings kryptografisch als erfolgreich angegriffen betrachten. Und die Einladung ist wirklich, mehrere Dinge zu machen und nochmal, auch die Leute, ja, haben mal recht, einen Fehler zu machen. Es war jetzt natürlich eine Verkettung von kryptografisch sehr problematischen Designsachen eben an einem angreifbaren Ort und einige Sachen in der Policy, aber ich glaube, das haben wir jetzt hinreichend deutlich artikuliert. Dankeschön. Ich denke, man muss noch ein bisschen fairer gegenüber Dresden sein. Sie müssen unterscheiden zwischen den Betreibern und den Juristen. Mit Sicherheit ist, wenn das Amtsgericht Dresden oder irgendein anderes Amtsgericht eine Verfügung gegen eine Universität macht, dort nicht der Verantwortliche, in diesem Fall der technisch Verantwortliche, Herr Fetzmann, derjenige, der der Ansprechpartner ist, sondern der Justiziar der Universität. Eine Universität ist eine rechtliche Einrichtung und der Justiziar wird an der Stelle sagen, wir müssen diesem amtsgerichtlichen Beschluss folgen, aber legen Widerspruch ein. Das haben die ja offensichtlich auch gemacht. Warum sie nicht nachgefragt haben, nach einer vernünftigen Zeit, ist ein anderer Punkt. Aber nichtsdestotrotz, eine Universität muss sich rechtlich hier verhalten, insbesondere wenn sie einen Dienst anbietet, den eine ganze Reihe anderer sich gewöhnt haben zu nutzen. Und das im Übrigen ist auch ein Argument, warum man nicht einfach hingehen kann und sagen kann, das passt uns alles nicht, jetzt schalten wir einfach ab. Während eines laufenden rechtlichen Verfahrens muss der Dienst so weiter angeboten werden. Nein. Klammer auf, wir haben selber an der Universität Hamburg 96 ein Mixnetz entwickelt und wir haben es nicht in Betrieb genommen, nicht etwa wegen dieser Dinge, wegen Brechbarkeit oder was auch immer, sondern wir haben gesagt, wir sind nicht zuverlässig genug als Universität, einen solchen Dienst anzubieten, dass die Öffentlichkeit sich darauf verlassen kann. Zuverlässigkeit ist der Aspekt. Gut, Fitzmann hat gesagt, das ist zuverlässig, das bieten wir an. Die rechtlichen Aspekte hat Fitzmann nicht gesehen und obwohl vor zwei oder drei Jahren im Chaos-Kongress selber das diskutiert wurde, Fitzmann war hier, habe ich keine einzige Bemerkung über diese Aspekte gehört, obwohl wir alle vorher den Fall kannten, dass ein Anon-Server in Finnland von der Kriminalpolizei ausgehoben wurde. Das Verfahren ist also bekannt. Ich finde, man sollte der Universität Dresden gegenüber fair sein. Und der letzte Punkt. Jeder dieser Anon-Dienste kann mit einigem Aufwand ausgehoben werden und sei es auch nur rechtlich mit Hilfe von Verfügungen von Auslandshilfe und so weiter. Unter diesen Umständen muss man eins sagen, es gibt keinen solchen Mixdienst, der so zuverlässig einschließlich des ganzen Managements ist, dass man sagen kann, das ist eine absolute Gewähr. Insofern ist auch der Hinweis von dem Kollegen, die hätten jetzt Trust Level 0, absolut überzogen. Zwei Sachen. Also einmal das vorhin mit dem, aber erstmal zu dir. Und zwar hast du gesagt, der Dienst kann nicht abgeschalten werden. Das ist nicht, also es hat noch keiner ausprobiert, aber die geltende Auffassung, die ich auch aus Kiel gekriegt habe, weil ich habe mich ja eingehend mit den Leuten auch unterhalten, wie die dazu stehen, also nicht nur die Techniker, sondern auch die Juristen, die eingehende Auffassung und die einheitliche Auffassung war, der Dienst darf abgeschaltet werden, es darf niemand dazu gezwungen werden, einen Dienst, den er nicht betreiben mehr will, aus irgendwelchen Gründen weiterzuführen. Aber was ich vorhin gesagt habe, der Dienst kann nicht einfach dann nach 3 oder 4 Monaten
ohne Probleme in Betrieb genommen werden. Also diese Situation wurde noch nicht durchgespielt. Und ich bin der Auffassung, dass das auch nicht möglich sein wird, weil das kann ich durchaus dann irgendwelche Gerichte verstehen, die sagen, ja, hier versucht jemand aktiv der Strafverfolgung Steine in den Weg zu werfen, indem er den Dienst einfach immer dann abschaltet. Aber wenn man sagt, der Dienst darf generell abgeschaltet werden, dann ist das auf jeden Fall richtig. Eine zweite Sache, Rüdiger hat gemeint, dass... Ich würde auch mal schnell was gern sagen dazu. Also ich finde, es geht jetzt nicht um eigentlich um den Dienst jetzt praktisch aufrechtzuerhalten, sondern es geht eigentlich eher um eine Sparte, die man eigentlich von zwei Seiten irgendwie schwierig angehen kann, finde ich. Also es ist so, dass praktisch ich seit jetzt 14 Monaten Vater bin zum Beispiel und und jetzt plötzlich halt von anderen Gemeinden als denen, der jetzt mein Sohn getauft wurde, innerhalb von einem Jahr jetzt andere Gemeinden davon wissen, dass mein Sohn dort also überhaupt praktisch getauft ist. Die sagen sogar auf ihrem Schreiben, ihre Gemeinde hätte meinen Sohn getauft. Ja, es geht praktisch um die Informationsspeicherung. Es ist von Anfang an so, es ist von damals, wo man getauft wird, bis heute wird man die ganze Zeit überwacht. Und genau da endet ja praktisch diese Diskussion, ob jetzt dieser Server weiterlaufen soll oder nicht. Die Dinge sind einfach da und die werden weitergeführt. Und genau wie bei den praktischen Gesetzen, wird ein Gesetz, was Geld bringt, praktisch eingeführt und praktisch vollzogen, dann geht es auch immer weiter. So ein Gesetz wird nie wieder zurückgenommen. Es bleibt einfach, es kommen nur neue Gesetze dazu, die das wieder ändern. Aber das ist dann, dass es überhaupt weggeht, ist bis jetzt noch nicht einmal passiert. Noch irgendwelche Fragen oder Wortmeldungen? Ja, hier Entschuldigung, vorne. Entschuldigung, darf ich noch mal zu dem letzten Beitrag was sagen? Also so ist es in der Bundesrepublik beziehungsweise so ist es in Deutschland nicht. Es gibt zwar kein verfassungsmäßiges Recht auf informationelle Selbstbestimmung, aber vor 20 Jahren und 7 Tagen hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass es einen erheblichen aus den Artikeln 1 und 2 folgenden Rechtsfreiraum für das Individuum gibt, sicherzustellen, dass die Daten nicht gespeichert werden. Ich sehe im Übrigen auch in der Tatsache, dass die Pate sind, keine Rechtsbeziehung, die zum Beispiel anderen Gemeinden bekannt werden müsste. Das hat allerdings mit dem aktuellen Problem vom Mixen nicht zu tun, sondern mit der Tatsache, dass in immer größerem Maße sich viele Leute, übrigens vor allem junge Leute, angewöhnen, bedenkenlos Spuren von personenbezogenen Daten zu hinterlassen, sogenannte Profile, sodass eine Vielzahl von kommerziellen Nutzern meinen, damit Geld machen zu können. Zum Beispiel, indem man Profile weiterverkauft und damit sich Einkommen verschafft und so weiter. Der Punkt ist hier leider, dass die Gesetze und Teledienste, Datenschutzgesetz schützt ja die personenbezogenen Daten, dass die Gesetze leider ausgehöhlt werden durch die Praxis, wie heute zum Beispiel das Internet benutzt wird, um Datenspuren zu hinterlassen, die andere nutzen können, um daraus Geld zu machen. Das ist zu beklagen. Und dann folgt nach einiger Zeit hinterher in der Tat die Gesetzgebung, weil sich nun die Parlamentarier dem auch anschließen und sagen, na dann können wir das ja auch ganz kommerziell freigeben. Das ist das Schlimme. Und hier ist leider, und das muss ich sehr deutlich sagen, als einer von der älteren Generation, leider bei der jüngeren Generation, ein äußerst unterentwickeltes Bewusstsein über die Risiken der Datenspuren. Ich möchte nur ganz kurz noch dazu anmerken, dass ich eigentlich den kryptografischen Aspekt praktisch jetzt hier nur von außen betrachtet habe. Ich wollte jetzt nicht auf irgendwelche Detaileinheiten darauf schließen, weil ich selbst auch nicht so kryptografisch eigentlich mich beschäftige. Was ich aber dazu sagen möchte, also das Gesetz grundsätzlich ist eigentlich schon eine gute Sache. Im Prinzip ist es aber immer so, dass die Technik, die jetzt diese Sache umsetzen will oder soll, eben dann in der Umsetzung dann ziemlich große Schwierigkeiten hat, wenn irgendwas dann wieder rückgängig gemacht werden soll.
Ich möchte noch gerade das Stichwort Kommerzialisierung mit einbringen. Was passiert eigentlich gesetzlich, wenn man die Freiheit der Forschung durch einen kommerziellen Aspekt ersetzt? Ich höre immer wieder von Anbietern, die überlegen, kommerziell Anonymität anzubieten. Und habe jetzt letztens auch konkret von einem Plan gehört, dass man einen Anonymisierdienst für P2P-Dienste anbietet. Wie sieht das rechtlich aus? Dürfte man das in Deutschland überhaupt machen, wenn man keine Freiheit der Forschung anführen kann, sondern nur ein kommerzielles Interesse hat? Hat man dann nicht automatisch einen Teledienst oder wird man dazu gezwungen, seine Daten zu speichern? Naja, jeder, der so einen Dienst betreibt, kann unter, je nachdem, was, wie der Dienst genau funktioniert, unter gewissen Umständen von vornherein verpflichtet werden, Daten zu erheben. Das ist aber in dem Fall, weil es ein Teledienst ist, ist es nicht möglich. Also der Teledienst, habe ich auch später noch irgendwo eine Folie dazu, darf Daten nur erheben, wenn sie A zur Abrechnung oder B zur Nutzung des Dienstes nötig sind. Und wenn Daten zur Abrechnung notwendig sind, muss der Betreiber ja irgendwo Name, Adresse, Kontonummer und so weiter erhoben haben. Und das heißt, wenn diese Daten vorhanden sind, ist das für mich kein Anonymitätsdienst mehr, rein faktisch nicht mehr. Wenn die Daten bereits erhoben worden sind, muss ja auch irgendwie abgerechnet werden, was weiß ich, nach Nutzung oder welche IP-Adresse da wird gespeichert, wenn die für Abrechnung relevant ist, was sie meiner Meinung nach zwar nicht ist, aber die gängige Rechtsauffassung ist da wohl anderer Meinung, insbesondere das Regierungspräsidium Darmstadt bei einigen Dingen, aber wenn sozusagen irgendein Anbieter, weil er es kommerziell macht, keine Möglichkeit findet, Anonymität, Bezahlung irgendwie anonym zu regeln, dann wäre das für mich kein Anonymitätsdienst als solcher mehr. Und zumal, wenn die Daten einmal da sind, kommt die Strafverfolgung dann mit einem Beschlagnahmebeschluss, beziehungsweise da wirkt dann dieser Paragraph 100 H und G STPO, weil der sagt ja, wenn Daten erhoben worden sind, rechtmäßig muss darüber Auskunft gegeben werden und dass Bestandsdaten, also Name, Adresse, Telefonnummer, Kontonummer und so weiter herausgegeben werden, das ist eigentlich auch bei ziemlich geringen Verbrechen, Vergehen, Straftaten möglich. Kurze Zwischenfrage nochmal, wie wichtig ist also für das Betreiben eines solchen Anonymitätsdienstes in Dresden die Freiheit der Forschung? Also das war zum Beispiel auch ein Argument, halt, dass man sagt, die Freiheit der Forschung wird dadurch eingeschränkt, aber die Freiheit der Forschung ist als Grundgesetz gegeben ja auch nur gleichwertig anzusehen mit Fernmeldegeheimnis oder allgemein auch der Strafverfolgung und den Bürgerrechten der Opfer, sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, wenn ein Forschungsprojekt irgendwie Strafverfolgung vereitelt, dann ist das genauso strafbar, wie es umgedreht ist, wäre. Hier vorne will jemand. Ja. Danke. Ja, also direkt dazu. Es gibt ein G10-Gesetz, ja, was eben kein G5-Gesetz ist. Insofern denke ich, ist zwar richtig, dass die da beide vorne im Grundgesetz rumstehen, aber das würde ich schon relativieren, was du sagst. Eigentlich wollte ich einen anderen Punkt nochmal aufmachen, und zwar die Frage nach der Möglichkeit, so einen Dienst abzuschalten bei gegebener Gelegenheit, beziehungsweise auch der Diskussion, die vorhin aufkam, mit Legalität und Legitimität, sich da zu widersetzen, den entsprechenden Zugriffen oder Anordnungen der verschiedenen staatlichen Organe. Also ich denke, dass erstmal die beiden Sachen muss man trennen, Legalität und Legitimität. Also die eine Sache ist natürlich der faktische Stress, den man sich einhandeln kann mit den verschiedenen Spielarten von Staatsgewalt. Und die andere Frage ist, was man nun für richtig und für falsch hält. Und ich denke, die Freiheit muss man sich nehmen, auch da sich vielleicht mal ein bisschen unbefangen seine Gedanken zu machen und festzustellen, dass wir zum Beispiel A, in diesem ganzen Bereich Telekommunikationsüberwachung hier in Deutschland keine funktionierende Gewaltenteilung haben. Also sprich das ist ja inzwischen sprichwörtlich, wie leicht für die Strafverfolgungsbehörden die richterlichen Genehmigungen oder Anordnungen zu kriegen sind. Die Statistiken irgendwie sagen, Deutschland ist irgendwie, ich glaube, Weltmeister im Telekommunikationsüberwachen mit stark steigender Tendenz in den letzten Jahren. Und noch ein Punkt, der dann wieder ein bisschen zu dem hinführt, was da jetzt in Dresden passiert ist und nicht passiert ist, ist die Sache, es gibt, soweit ich weiß, die rechtliche Verpflichtung, zwar einerseits während eine Strafverfolgung läuft, eventuelle Überwachungsmaßnahmen dem Verfolgten nicht
bekannt zu machen, aber andererseits auch eine Verpflichtung, sobald es abgeschlossen ist, ihm das sehr wohl bekannt zu machen. Und das passiert meines Wissens eher selten. Also insofern kann man dann sich auch wieder fragen, was kann eine Institution, die so einen Dienst betreibt, in dem Fall die TU Dresden, da alles tun? Also da bin ich jetzt zu wenig Jurist und habe zu wenig die Gesetze vor mir liegen, ob sie nicht im Nachhinein demjenigen sagen kann, hier übrigens gegen dich ist dann und dann das und das passiert und mit Gerichtsbeschluss vom so und so vielten ist es abgeschlossen und deswegen teilen wir dir das jetzt mit. Also und nochmal jetzt der Punkt, den Dienst nicht anzubieten, also das kommt mir sehr wunderlich vor, die Argumentation, dass man das nicht dürfe, den Dienst dann abschalten, wenn entsprechende Verfolgungsmaßnahmen laufen. Schließlich ist der Dienst ja dazu eingerichtet worden, Anonymität zu gewährleisten. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen, Stromausfall, Überschwemmung oder Strafverfolgung nicht möglich ist, dann schaltet man ihn halt ab. Und wenn der Strom wieder da ist, das Wasser abgepumpt und die Strafverfolgung aufgehoben ist, dann schaltet man ihn wieder an. Also wo das ein Problem sein soll, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn man sich da nochmal überlegen, nochmal austesten will, was alles geht in Sachen Nichtbekanntgabe von Strafverfolgung, kannst du ja überlegen, naja gut, wenn man nicht bekannt geben darf, dass man verfolgt, vielleicht darf man ja bekannt geben, dass man gerade nicht überwacht. Und wenn man dann einen Log irgendwie eine Seite im Netz hat, am 1. Januar haben wir nicht überwacht, am 2. Januar haben wir nicht überwacht, am 3. Januar haben wir nicht überwacht, am 7. Januar haben wir nicht überwacht, am 8. Januar haben wir nicht überwacht. Vielleicht ist ja sogar sowas möglich. Da wäre für mich so langsam der Punkt, wo man ernsthaft prüfen müsste, ob das noch geht oder nicht geht. Ja, also aber den Dienst einfach für eine Weile nicht anzubieten, sollte auf jeden Fall gehen. Also da ist nun auch nochmal der Punkt, wie viel Rückgrat traut man nun irgendwie dem Betreiber oder in dem Fall dem Professor Fitzmann zu? Und natürlich ist rechtlich verantwortlich erstmal die TU Dresden bzw. ihr Justiziariat, aber die Stellung eines Professors im deutschen Universitätswesen ist ja nun nicht ganz nicht trivial. Und wenn man sich anguckt, was sich Professoren an Universitäten sonst alles trauen, kommt es mir dann auch ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen vor, wenn man sagt, oh, da kann man aber nur noch sich aufs Justiziariat verlassen und muss dann seinen gesunden Menschenverstand an der Garderobe abgeben. Ja, also wie gesagt, erstmal kann ich dir zustimmen. In Kiel ist man der Ansicht, dass der Dienst abgeschaltet werden kann, aber wie ich gesagt habe, halt wissen die nicht, wie die rechtliche Situation aussieht, unter welchen Umständen er dann wieder vielleicht angeschaltet werden kann oder ob man einfach wirklich grundsätzlich, wenn so ein Beschluss eingeht, den Dienst abschaltet und mit welcher Begründung. Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man austesten könnte, wenn man denn wollte. Und aber da hat man mir auch gesagt, irgendwie, was ich persönlich aus Datenschutzsicht nicht teilen kann, hat man halt gesagt, es ist doch besser ein Dienst, der anonym ist für fast alle, wenn der weiterläuft. Weil man hat ja prinzipiell nichts davon und man ist ja nicht nur dem einen Nutzer verpflichtet, sondern allen. Aber gut, die Auffassung teile ich nicht. Und ich, ja, eine zweite war, was du gemeint hast, dass die Betreiber verpflichtet sind, nach der Überwachungsmaßnahme, beziehungsweise wenn die Strafverfolgung abgeschlossen ist, dem Überwachten Auskunft zu erteilen. Das ist, natürlich ist das rechtlich auch festgeschrieben, bloß du musst mal sehen, die TU selbst, die hat ja überhaupt nicht die richtige, also die Daten hinter der IP-Adresse, sondern die hat die IP-Adresse. Und mit der IP-Adresse, die gibt sie an den ans BKA oder ans Gericht weiter und das Gericht geht damit zur Telekom oder zum ursprünglichen Betreiber und dort verlangt sie erst den Namen. Und das heißt, nicht die TU wäre verpflichtet, sondern das BKA. Und das wird bestimmt noch nicht gemacht werden, aber noch nicht geschehen sein, aber rechtlich ist es auf jeden Fall klar. Und es gab da mal ja so eine Studie vom Max-Planck-Institut, dass halt zum Beispiel genau das so gut wie nie gemacht wird. Und dass ich meine, ich weiß nicht, wie man da groß dagegen vorgehen kann, vielleicht bei Datenschutzverstößen oder so, wirklich mal richtige Strafen einführen oder das Ganze auch ein bisschen verallgemeinheitlichen, dass halt in solchen Fällen auch wirklich dagegen vorgegangen werden kann, gegen das BKA oder gegen die Polizei, wenn die halt, oder auch gegen Unternehmen oder sowas, wenn die sowas nicht umsetzen, obwohl das ganz klar rechtlich geregelt ist. Also es gibt da zwar die Ausnahme, dass wenn das irgendwelche andere Strafverfolgung behindern könnte und so weiter, das ist natürlich dehnbar, aber irgendwie ist das auch nicht generell anzuwenden und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist, dass es
durchaus möglich sein kann, dass es irgendwann mal einen Ausnahmefall gibt, wo man das halt doch vielleicht erstmal noch ein bisschen geheim halten soll. Aber das ist natürlich dann auch nicht auf ewig dehnbar. Nach 5 Jahren verfällt das sowieso dann auch. Ich möchte gerne 2 Sachen anmerken. Zum einen hast du gerade gesagt, es wäre ja immerhin schon was wert, wenn die Anonymität für die meisten Leute gilt. Das finde ich. Das habe nicht ich gesagt, sondern das war die Auffassung oder die Auffassung einiger Leute dort. Gut, weil das finde ich ziemlich witzlos, wenn genau für die Anonymität, die sie brauchen, also für die Anonymität brauchen, die Anonymität nämlich nicht gegeben wäre. Die andere Sache, die ich sagen wollte, bezieht sich relativ auf den Anfang deines Vortrages. Da hast du gesagt, es gäbe Forderungen, das Ganze weniger zentral zu machen, mehr Peer-to-Peer-ähnlich oder sowas. Und da hast du so ein bisschen Gefahren aufgezeigt, es wäre vielleicht angreifbar, die Leute könnten sich juristisch nicht dagegen wehren, müssten damit rechnen, dass ihre Rechner beschlagnahmt werden und so weiter. Für mich hat jetzt der Fall mit der TU Dresden gezeigt, dass gerade diese zentralen Systeme sehr leicht angreifbar sind, juristisch angreifbar, nicht kryptografisch, und dass ich gerade deshalb eigentlich wichtig finde, solche Anonymisierungskaskaden doch eher auf niedriger Ebene, auf breiter Ebene, vielleicht unter den 20.000 oder wie viele auch immer es sind, JAP-Nutzern zu machen und nicht so zentral, weil gegen 20.000 Leute Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken oder Beschlüsse auf Sammeln von Daten, Herausgabe von Daten und so weiter, das wird wirklich schwierig. Na, darauf läuft das aber auch gar nicht hinaus. Also man sagt, wenn da irgendwie ein größerer Mixbetreiber ist, der hat nicht nur ein technisches, sondern auch ein juristisches Backbone. Das heißt, er kann sich wirklich auch gerichtlich wehren bis in die höchsten Instanzen. Das kannst du als Bürger rein rechtlich natürlich auch oder als normaler Nutzer, aber dir entstehen dadurch Kosten. Und das Problem ist, wogegen muss ich mich denn wehren? Also im schlimmsten Fall wird mir vorgeworfen, erstmal, ich hätte, weiß ich nicht, kinderpornografische Inhalte abgerufen zum Beispiel, dann wird mein Rechner beschlagnahmt. Das kann mir sowieso passieren, weil ich ein Virus habe oder weil ich eine Backdoor habe und da jemand sowas gemacht hat. Mein Rechner wird beschlagnahmt, es wird festgestellt, ich habe so einen JAP-Client oder sonst was drauf und nach 2 Jahren kriege ich den Rechner wieder. Das ist natürlich ärgerlich, aber die Anonymität ist wesentlich höher. Ja, aber meinst du, dass sich ein normaler Nutzer, also der Großteil der Nutzer scheint das nicht deshalb zu gebrauchen, weil er 100% anonym ist, sondern weil er sich einfach aus ganz praktischen Gründen, zum Beispiel gegen den Arbeitgeber, der da irgendwie sonst ganz einfach sehen könnte, worauf er zugreift oder so werden will, oder wenn das gefiltert wird. Also ich denke. Woher weißt du das? Woher weißt du, wofür die Nutzer JAP nutzen? Ja, das ist vermutlich auch aus. Also A hat man mir das so gesagt, dass der Großteil der Leute das deshalb nutzt. Also da ich ja nicht arbeite, muss ich mich da auf die Information berufen. Und ich nehme an, dass das auch aus dieser Umfrage herausgeht, also dass gefragt wurde, warum nutzt du diesen Dienst und da kannst du anklicken, was weiß ich, wegen meinem Arbeitgeber oder sowas. Und irgendwie. Ja, da wird doch niemand ankreuzen, ich mache das, um terroristische Anschläge zu planen, um Kinderpornografie zu sammeln. Ich glaube, das gibt einfach niemand bei Umfragen an und deshalb sind die auch entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Naja, ist natürlich klar, aber wir gehen ja nicht davon aus, dass so ein Dienst genutzt wird, um irgendwelche Straftaten zu begehen, sondern um Grundrechte wahrzunehmen. Und das schließt sich nicht unbedingt aus. Also vielleicht in der Bundesrepublik, darüber kann man jetzt streiten, aber grundsätzlich denke ich, geht es gerade darum, auch vor Staaten sicher zu sein und damit auch vor Strafverfolgungsbehörden. Ja, aber ich meine ja, wenn man irgendwie dieses Recht wahrnimmt, dann macht man das nicht, um erstmal dem Staat zu schaden oder man macht das, wenn man sich vor dem Staat schützen will, weil der Staat ist ja grundsätzlich eingeschränkt. Privatsphäre, das ist meine Angelegenheit. Was mit meinen Sachen passiert, mit meinen Daten, wer das wissen darf, das ist meine Sache. Und wenn ich nicht will, dass der Staat das herauskriegt, wozu ich auch rein rechtlich gesehen legitimiert bin. Ich darf das und ich darf den Staat da beschränken, beziehungsweise ist der Staat eigentlich selbst durch das Grundgesetz und so weiter beschränkt oder zumindest war er das mal, dann gehe ich einfach davon aus, dass der Dienst deshalb genutzt wird. Und Staat vertraue, dann muss ich mich nicht vorm Staat schützen. Wenn ich dem Staat nicht vertraue, dann muss ich mich sicher vorm Staat schützen. Ich kann dem Rechtsstaat vertrauen und dementsprechend den Rechtsstaat auch ausnutzen. Und der Staat für mich ist existiert einfach nur, um mir meine Bürgerrechte zu schützen. Und ich kann dem Staat vertrauen, aber das heißt dennoch, dass es bestimmte Sachen gibt, die niemandem etwas angehen. Und ich vertraue auch der Freundin, der Frau, den Kindern vielleicht oder irgendwelchen Freunden oder so. Und dennoch
haben Sie nicht alle Daten und alle Sachen über mich zu wissen. Und deshalb, ich kann auch jemandem vertrauen, in dem Fall dem Staat, weil ich glaube auch einfach an den Rechtsstaat, egal wie oft ich enttäuscht bin, weil sonst würde ich hier irgendwie entweder längst aus dem Fenster gesprungen sein oder auf jeden Fall irgendwelche Aktivitäten von mir einstellen, wenn ich nicht dran glaube, dass man auch irgendwie auf rechtlicher und legislativer Basis irgendwie was erreichen kann. Und ich denke schon, das ist möglich. Und dennoch will ich nicht, dass der Staat alle Dinge über mich herauskriegt, egal ob ich ihm jetzt vertraue oder weniger. Das ist ja auch okay. Ich glaube nur, dass andere ein höheres Sicherheitsbedürfnis gegenüber dem Staat haben oder ein größeres Misstrauen gegenüber dem Staat, als du das hast. Ich bin genügend misstrauisch, aber deshalb... Sagst du. Naja, gut. Also die Frage, wie paranoid man sein muss, ist natürlich viel diskutiert. Was ich noch sagen wollte, und wenn ich mir angucke, wie freizügig Leute mit Peer-to-Peer-Diensten umgehen zum Beispiel, wo man auch damit rechnen muss, dass der Rechner erstmal 5 Jahre beschlagnahmt wird zur Beweissicherung, dann glaube ich auch, dass das nicht so das Hindernis ist. Das sehe ich nur nicht. Aber gut, ist zu diskutieren. Na gut, aber selbst wenn man jetzt sagt, juristisch oder die Nutzer, die das, die JAP dann installieren und selbst das Mix fungieren, die gehen dieses Risiko ein. Da gibt es sicher ein ganz paar, die das machen, allein aus Überzeugung oder sowas. Finde ich ja okay. Aber rein technisch gesehen hätte das vermutlich noch weniger Anonymität halt, weil du darüber halt nur 2 Nutzer hast oder so, die über eine bestimmte Kaskade dann... laufen, und wenn du davon ausgehst, der Staat kann alles überwachen und da sind nur 2 Nutzer, die rübergehen, kann man selbst dann diese irgendwie zuordnen, weil es, wie gesagt, was ich am Anfang meinte, dass halt so um Anonymität, um wirkliche Anonymität, vor allen Dingen gegen Big Brother und so weiter, zu ermöglichen, müssen sich so viele Leute wie möglich auf dieser Kaskade gleich verhalten, also zur gleichen Zeit die Pakete und vor allen Dingen aber auch die gleiche Kaskade nutzen. Die gleiche Kaskade müssen sie nicht nutzen. Es muss nur sichergestellt sein, dass die Zwischenstrecken alle genutzt sind. Die Kaskaden können ja ständig wechseln und das werden sie bei Peer-to-Peer-Verbindungen auch. Ja, ich meine jetzt nicht, dass irgendwie innerhalb des Netzwerks, das könnte man zum Beispiel allein dadurch realisieren, wenn man sagt, man hat eine lose, kleine, geringe Anzahl von Mixen, die Endmixe sein können, und eine größere Zahl von Mixen, die dann auch von kleineren Betreibern kommen kann. Warum können nicht alle Endmixe sein? Nein, also ich meine jetzt, man sagt halt im Peer-to-Peer-Netzwerk, dass halt nicht nur Nutzer allein das machen können, sondern dass halt zum Beispiel die ganzen Mix-Kaskaden zufällig gewählt werden mit jeder Anfrage, sowas halt zum Beispiel. Ich glaube, das wurde aber auch diskutiert schon. Ich weiß nicht, wie weit das da fortgeschritten ist. Ja? Also einmal noch was kurz sehen, was vorher war mit dem Abschalten. Ich glaube, man kann ja nicht nach Belieben abschalten und wieder einschalten, wenn jetzt die Strafverfolgungsbehörden wieder weg sind. Ich glaube, wenn man abgeschaltet hätte, dann hätte man sich dem Risiko ausgesetzt, eventuell erstmal einen langen Rechtsstreit bis zur endgültigen Klärung durchzufechten, bis man überhaupt wieder hätte anschalten dürfen. Also dieses Risiko wäre geblieben. Und jetzt zu diesem... Halt. Das Zweite ist jetzt zu diesem Peer-to-Peer. Natürlich hat Peer-to-Peer in vielen Punkten viele Vorteile. Das Risiko ist natürlich, wenn es zu wenig Leute sind, die es betreiben, dann kann ich dazwischen schalten, was ich will. Wenn ich nur 2 Nodes habe, da liegt das zumindest auf diesen Nodes. Das heißt aber letztlich immer noch nichts, denn man kann auch Nodes mit offenem HTTP-Proxy betreiben, und wenn man den über JAP ansteuern lässt, kann da immer noch alles Mögliche drauf liegen. Ich meine, ungefähr so funktioniert das Entropie-Projekt auch von Stopp 1984, und da sind leider momentan zwar auch noch nicht allzu viele Nodes da, aber immerhin, es funktioniert, und es funktioniert schnell, also im Vergleich zu Freenet. Und das ist so ein Ansatz, eine größere Anonymität herzustellen, und dann noch in Verbindung damit, dass keine Inhalte sichtbar sind, wenn man nicht will, dass diese Inhalte sichtbar sind. Also da kommen dann noch zusätzlich zu der Anonymität auch noch durch die Unsichtbarkeit praktisch Steganomethoden durch Kryptographie zum Einsatz. Also wenn man sowas ausprobieren will, wenn wir hier... Falls hier jemand eine etwas bessere Maschine zur Verfügung hat, könnte man vielleicht auch mal einen offenen Proxy hier anbieten. Ich habe leider nur einen
166er mit 32 MB, da läuft ein Node unten, aber den kann ich nicht öffnen, weil die Maschine dann sofort in die Knie geht. Bitte? Das ist das Entropie-Projekt von 1984. Entropie.shop1984.com. Mit Y, Entropie. Mit Y, ja. Ansonsten, ich bin am unten im Hackzentrum beim Chaosdorf, genau in der Mitte unterm Chaosknoten. Also da kann man einfach nachfragen. Ja, also das mit dem Abschalten und der rechtlichen Klärung, ich denke auch, es ist irgendwie möglich, mal diesen gesamten Komplex bis hoch zu irgendeinem etwas wichtigeren Gericht, weit weg von Landgericht oder Amtsgericht, einfach mal durchzuspielen. Aber da denke ich auch, dass in dem Fall, dass allein aus dem Grund, weil so offensichtlich ist, dass dieser Paragraph nicht anzuwenden ist, allein deshalb sich das überhaupt nicht lohnt, weil man so und so Recht kriegen würde. Ich würde eher denken, dass man das versucht, wenn irgendwie ein Beschluss auf der Basis von 100a StPO kommt, dass man dort versucht, einfach das Ganze durchzugehen und wirklich rechtlich auch für die Nutzer klarzustellen, inwieweit Überwachung nach diesem Paragraph überhaupt möglich ist. Weil ich persönlich bin der Ansicht, und das sind auch ein paar andere Datenschützer, Juristen vielleicht weniger, aber vor allen Dingen die Datenschützer, dass dieser Paragraph selbst gegen das Grundgesetz dann verstößt, weil er a. Straftaten von vergleichbar etwas geringerer Bedeutung auch mit Telefonüberwachung und Telekommunikationsüberwachung ahndet und b. überhaupt auch gar nicht vorsieht, wie mit den Daten weiter verfahren wird. Also dort findet sich zwar ein Hinweis, die Daten, wenn sich aus der Überwachung der Verdacht ergibt, dass eine Straftat nach diesem Paragraphen begangen wird, dann dürfen die Daten auch für andere Zwecke noch verwendet werden, nicht nur für den Zweck, wo sie erhoben worden sind. Und außerdem denke ich, wenn man davon ausgeht, dass so ein Beschluss gleich alle 1500 oder 1800 Nutzer eines Dienstes überwacht und das aufgrund einer Straftat, ist das einfach unverhältnismäßig und deshalb abzulehnen, sodass ich glaube, das ist alles gar nicht auf JAP selbst anzuwenden. Ja, dort hinten. Wenn diese Daten eingesammelt werden wegen Überwachungsmaßnahmen und dann, da gibt es laut TKVÜ, müssen die an eine genormte Schnittstelle, die in der ISO bzw. in der ITU genormt ist, übergeben werden und danach gelöscht werden. Das ist alles genau definiert, ist bloß ziemlich schleierhaft abgeschrieben, aber wer weiß, worum es geht, der weiß, ja, was gemeint ist. Die Frage ist jetzt aber, ob dieser Dienst ein Teledienst oder Telekommunikationsdienst ist. In dem Augenblick ist es ein Telekommunikationsdienst bei der ganzen Geschichte, weil wenn es nicht selbst der Betreiber dieses Servers ist, aber es ist derjenige, der dann das Backbone, das IP-Backbone zur Verfügung stellt. Der ist dann der angreifende Punkt und spätestens der muss dann die Daten zur Verfügung stellen. Also wenn man davon ausgeht, dass die JAP-Betreiber selbst Teledienste sind, und das ist eigentlich die allgemeine Rechtsauffassung nicht nur von denen dort. Es ist zwar rechtlich dadurch, dass Telekommunikationsdienste, Teledienste und Mediendienste sind, überhaupt nicht so zu trennen. Also ist immer auch eine Gratwanderung, ob man das versucht oder nicht, aber die allgemeine Auffassung, es ist ein Teledienst. Und ja, deshalb dieser Paragraph 100a richtet sich im Grunde gegen Inhalte der Telekommunikation, ist also nicht so ohne weiteres auch mit dem aufs Telekommunikationsgesetz zu beziehen. Und da ist halt die Frage, wie da die Grundsätze Verhältnismäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Erforderlichkeit, die eine Überwachung erfüllen muss, um rechtsstaatlich okay zu sein, wie diese Grundsätze, die im Grundrecht stehen, halt umgesetzt werden. Aber im Endeffekt macht das BKA oder das LKA nichts anderes, als die gehen dann an den nächsten ran. Das wäre in dem Fall der Provider, der sitzt im gleichen Haus, mehr oder weniger ja bei der Uni dann. Und die müssen es dann wiederum, weil die sind dann dazu gezwungen und die müssen sämtliche technischen Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, ausnutzen, um diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ja, und also, damit ist das Ding schon wieder erledigt für die Geschichte. Naja, wenn Telekom oder sowas, die tatsächlichen Daten haben, oder die fallen ja generell unter das Telekommunikationsgesetz und dort ist ja festgeschrieben, dass so ein Auskunftsverfahren, also man geht zum Provider hin und will Auskunft über irgendwelche IP-Adressen, das erfüllt eigentlich... da gibt es kaum Einschränkungen. Also das ist bei den kleinsten Verbrechen, Vergehen, Straftaten ist das möglich. Und während 100a, also die Überwachung, die wirkliche Überwachung, hat ja noch ein paar höhere Einschränkungen. Und wenn ja in der Zukunft vielleicht mal über IP-Enforcement in Europa festgelegt wird, dass die Firmen selbst auch noch das Recht haben sollen, zu den Providern hinzugehen und
Auskunft über IP-Adressen zu kriegen und so weiter, das ist ja dann auch noch ein Schritt weiter. Und das heißt, man muss auf irgendeiner anderen Ebene ankommen, weil diese Auskunftsverfahren, die sind bereits so weit gedehnt, die kann man eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, man muss eher die Telekommunikationsüberwachung, also dass die Inhalte überwacht werden, irgendwie einschränken und nicht diese Auskunftsverfahren, weil das ist mehr oder weniger hilflos, weil es immer mehr, es geht eher in eine komplett andere Richtung. Dazu auch, also ja, ist ja ein Teledienst, ne? Hier. Wo? Ach hier, ja. Aber es ist natürlich auch ein Zeuge dann jetzt. Wie bitte? Ein Zeuge bei einem Verbrechen sozusagen. Das heißt, da gibt es ja auch das Recht des Aussageverweigerungsrechts, wenn man sich strafbar machen könnte. Strafbar machen sie sich natürlich, wenn sie nicht aussagen, also die Daten nicht weitergeben. Strafbar machen sie sich aber vielleicht auch als so ein Corpus Delicti, falls derjenige dann überführt worden ist. Also, so what? Was soll man machen? Zweitens steht es natürlich jedem frei, auch selbst einen Mix aufzustellen, immer noch. Und da kann man sich dann auch irgendwelche Bekannten aus dem Ausland suchen. Und sollte man selbst überwacht werden, kann man immer noch sagen, nehmen wir halt noch einen weiteren dazu, wird schwieriger. Drittens, es wäre nicht mal nötig, die Betreiber zu überwachen. Es gibt immer noch einen kryptologischen Angriff, kryptologisch nicht. Wenn man alle Mixe, alle Leitungen der Mixe überwachen würde, im zeitlichen, die zeitliche Verabredung der eingegangenen Anfragen und ausgegangenen Anfragen so zu verknüpfen, dass man rauskriegt, wer jetzt wo rein, in die Kaskade rein ist und wo raus. Das geht nun mal bei HTTP, ist nicht ein ganz verbindungsloses Protokoll. Bei E-Mail wird schwieriger, wenn man sagt, die E-Mail, die rein ist, die wartet jetzt 10 Sekunden und geht dann erst raus und solche Geschichten. Das war es eigentlich. Ja, aber das genau das soll dieser Dienst verhindern. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt, also dass er A, Dummy-Traffic erzeugt, was aber im Moment noch nicht umgesetzt ist, das soll aber noch geschehen, und B, Verzögerungszeiten einbaut und die Reihenfolge, wie die reingekommen sind und dementsprechend auch, wie sie wieder rausgehen, vermischt. Also das heißt, das Paket, was reingekommen ist als letztes, geht nicht mehr oder weniger auch wieder als letztes raus oder dann das erste, sondern rein zufällig wird das wieder rausgeschickt. Ja, intern schon natürlich, aber an den Endpunkten muss natürlich eine Anfrage kommen, Antwort, Anfrage, Antwort, das zusammen verknüpft. Ja, dann weiß man, dass die zwei Mixe miteinander gesprochen, der Mix und der Webserver miteinander gesprochen haben. Man weiß, dass jemand außerhalb des Mixnetzes zu der Zeit auf der anderen Seite außerhalb des Mixnetzes mit dem Rechner gesprochen hat. Nein, du weißt, naja gut, das ist natürlich, wenn du es für illegal erklärst, dass man mit den Mixen spricht, dann hast du natürlich recht, aber davon geht man ja aus, natürlich, dass das legal ist. Natürlich müssen nicht die Mixe dadurch überwacht werden, sondern die Leitungen dazu. Ich verstehe irgendwie nicht genau, worauf du hinaus willst. Wenn du sagst, ich kann überwachen, wer wo, dass jemand mit dem Mixen kommuniziert, wenn ich die Leitung überwache. Und ich kann überwachen, dass der Mix mit dem Webserver kommuniziert. Allein dadurch, dass ich aber doch eine Kaskade habe und dort 100 Nutzer oder 50 Nutzer, von denen ich auch feststelle, sie kommunizieren mit dem ersten Mix und der letzte Mix greift auf 50 Webseiten zu, kann ich doch nicht herstellen, welcher von den 50 Webseiten jetzt zu welchem Nutzer vom ersten Mix gehört. Natürlich geht es nicht sofort, aber es gibt einmal die Zeit, dann gibt es verschiedene Größenanfragen, die man miteinander verbinden kann. Nein, die Pakete sind gleich groß, die dort lang geschickt werden. Aber nicht vor dem Mixnetz. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt, worauf du hinaus bist, genau. Also auf gut Deutsch, wenn ich die Kommunikation zwischen Nutzer und ersten Mix und letzten Mix und Webserver, wenn ich die Pakete vergleiche. Exakt. Ja, genau. Naja, gut, dann kriege ich. Wenn wirklich Big Brother angreift, mehrere Staaten, die alle Leitungen überwachen können. Ja, zum Beispiel könnte man ja da irgendwie ermöglichen, dass man das Ganze verschlüsselt und dann noch über einen anderen Proxy schickt. Es ist ja auch noch verschlüsselt. Nein, ich meine die Kommunikation zwischen, ich glaube, das ist die sogar, ist ich meinte jetzt die Kommunikation auch noch außerhalb des Netzes, aber ja. soweit ich das jetzt verstanden habe, sollte die Kommunikation zwischen dem ersten Nutzer und zwischen dem Nutzer und dem Mix so aussehen, dass die Pakete völlig gleich aussehen wie der Rest. Also dass der erst das bei dem Nutzer entpackt wird. Wer hat die Kommunikation zwischen Webserver und letzten Mix, hängt ja davon ab, ob der Webserver SSL spricht. Also das ist ja dann getrennt von dem Mixnetz. Das heißt, die Pakete würden sich unterscheiden. Genau.
Und nochmal zur Anwendung von JAP, übrigens hier im CCC, im Kongressnetz. Ja. Wenn man dann eben per HTTP draußen seine Webformulare irgendwie ausfüllt, dafür ist es ein sehr guter Nutzen, JAP hier anzuwenden im Netz. Okay, ansonsten also hat man wieder diese Listen mit Passwörtern und Chancenlos. Ja, also die Zeit ist jetzt mehr oder weniger oben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind oder so, ich bin unten beim C3D2 im Hackcenter. Ich wollte gerne noch kurz wissen, wie jetzt die Zukunft von dem An-On-Dienst aussieht, wo jetzt die Unterstützung des Wirtschaftsministeriums wegfallen wird. Ja, also soweit bin ich ja jetzt hier leider noch nicht gekommen durch die Diskussion, die sich etwas länger erstreckt hat. Man kann davon ausgehen, dass bis Anfang Januar oder wie lange diese Unterstützung, dann die Förderung noch gilt, wird man sicherlich nicht das Ganze soweit rechtlich geklärt haben und technisch realisiert haben. Aber ich denke, das wird dann irgendwie in Eigenarbeit von den Datenschützern und so weiter weitergetragen und vielleicht auch irgendwie durch Unterstützung nochmal vom Bundesministerium oder vielleicht auch durch die Landes- und Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Also ich denke, das ist eine der zentralen Aufgaben in den nächsten Jahren, wirkliche Anonymität, gerade bei HTTP-Verkehr, irgendwie zu gewährleisten. Also ich denke, das sollten die sich ganz groß auf die Fahnen schreiben. Ja, also damit wäre ich dann erstmal fertig, wenn noch irgendwelche Fragen sind. Wie gesagt, im Hackcenter bei C3D2 bin ich gleich vorne.